Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Titus Painting Tutorial. In dieser Ausgabe möchte ich euch gerne zeigen, wie ich diesen Castellan-Roboter gebaut habe für Warhammer 40.000 und zwar in einem Schema, was manche als Bioshock beschreiben würden. Sieht auch ehrlich gesagt so ein bisschen danach aus. Ich möchte allerdings nicht sozusagen Bioshock komplett kopieren, sondern mich einfach nur so ein bisschen davon inspirieren lassen. In den Rest der Armee werden auch Einflüsse zum Beispiel von Jules Verne einfließen oder vom Art Deco. Also ich möchte euch zuerst zeigen, wie ich die Vorbereitung mache und wie ich die Base baue. Also der ist natürlich schon fertig, den stelle ich jetzt mal zur Seite. Zack. Zusammengebaut ist das Modell schon. Das Visier bitte ignorieren, das habe ich mal versucht vor Ewigkeiten zu malen. Das wird aber jetzt einfach schön übermalt. Dann werdet ihr euch wahrscheinlich die Frage stellen, woher ich diesen Drill habe. Und zwar bei meiner ersten Figur, beim Test sozusagen, habe ich den noch aus Milliput gebaut und Green Stuff. Das fand ich allerdings eher suboptimal, hat mir nicht so gut gefallen. Zumal es auch schwierig sein wird, das 1:1 nochmal so zu kopieren. Also klar, man könnte es irgendwie abformen mit Blue Stuff oder so. Das möchte ich aber nicht machen. Ich habe dieses Ding von meinem Mitbewohner, vielen Dank an dieser Stelle nochmal, mir drucken lassen. Und zwar habe ich eine Datei gefunden, die werde ich euch auch unten verlinken auf Thingiverse, mit der man sich halt dieses Ding hier bauen kann, also drucken kann. Die Anpassungen, die da jetzt gemacht worden sind, ist 3 cm lang, an der dicksten Stelle 1,5 cm. Ja. Es gibt auch von Lego, hatte ich mir auch bestellt, auch so Drill-Sachen, dachte ich, wäre vielleicht ganz cool. Ist jetzt ein bisschen zu groß, ja. Aber das Ding könnte man vielleicht nochmal nehmen, um irgendwann nochmal Knight umzubauen oder so. Schauen wir mal. Es gibt auch, falls ihr keinen 3D-Drucker habt oder keinen Zugang zu einem 3D-Drucker, von Mantic Games ein paar Bits. Ich glaube für Dead Zone ist das, für diese Skaven-Fraktion, also Viermin heißen die da. Da gibt es auch so ein paar Bits, die da in Frage kommen könnten, wobei ich da nicht so genau weiß, wie groß die genau sind, aber das werde ich mir dann vielleicht nochmal in Zukunft anschauen. So, wir beginnen jetzt aber erstmal mit der Base. Ganz easy. Ist jetzt auch nicht eine Raketenwissenschaft. Was ich machen werde, ist einfach Kork draufkleben und irgendein Strukturmaterial. Also ob ich da jetzt Sand nehme oder Erde oder beides, schauen wir gleich mal. Aber wir beginnen mit dem... Ach, komm her, mit dem Kork. So. Also hier, einfach ganz normale Korkplatte. Ja, das ist auch... Der Kork hier kommt jetzt nicht aus dem Baumarkt, sondern von meinem Tabletop-Dealer. Den aus dem Baumarkt habe ich ausprobiert, der ist allerdings ein bisschen zu weich, finde ich. Den seht ihr hier zum Beispiel. Und hat auch irgendwie eine andere Struktur. Ist nicht so fest gepresst. Das funktioniert auch, das ist kein Problem. Ich mag die Struktur ein bisschen lieber. Bei dem hier, wenn ihr dieses weiche Kork habt aus dem Baumarkt, würde ich empfehlen, da nochmal mit 2-3 Schichten verdünntem Bastelleim rüber zu gehen. Dann wirkt es einfach auch ein bisschen besser und ist ein bisschen stabiler. Und es bricht euch halt nichts ab, ne? So. Jetzt gucke ich ungefähr, welche Größe ich haben will. Und reiß mir dann einfach ein paar Stücke raus. Na komm her, du. So. Hier die glatten Kanten wegmachen. Dass wir ein bisschen mehr Höhe bekommen, ein bisschen Volumen. Und ich muss euch auch sagen, ich habe seit, ich glaube, der 4. oder 5. Edition kein 40k mehr gespielt. Ich bin mir auch bewusst, dass es jetzt diese, seit einigen Editionen, diese True Line of Sight Geschichte gibt. Und dass es dadurch vielleicht auch zu Problemen kommen könnte. Dass man sozusagen mehr gesehen wird, man sieht natürlich auch mehr. Aber wie gesagt,
Wir spielen das, also wenn ich es dann irgendwann mal wieder anteste, eh nur zum Spaß, und da möchte ich mir jetzt hier nicht den Spaß beim Modellieren verderben lassen. So, das reicht mir jetzt aber noch nicht. Dann nehmen wir noch mal eine zweite. Boing. Gucken wir mal hier zum Vergleich. Generell finde ich es auch mal ganz cool, wenn man so eine Armee hat oder angefangen hat, dass man sich ein paar Modelle dieser Armee einfach irgendwie mit auf den Schreibtisch stellt. Dass man sich so ein bisschen daran orientieren kann, ein bisschen auch ein Feeling dafür bekommt, wie die Truppen am Ende zusammenwirken, ne? Also zusammen aussehen. Das halte ich für ziemlich wichtig, weil man die dann ja auch am Ende zusammen auf dem Spieltisch hat. Das einzelne Modell muss nicht perfekt aussehen. Also außer es ist jetzt irgendwie ein Vitrinenmodell oder so. Aber dadurch, dass man dann mehrere Modelle auf dem Spieltisch hat, wirkt die ganze Geschichte meistens ja sowieso immer schon direkt ein bisschen cooler. So, Flatsch. Ne, ich habe jetzt noch nichts geklebt. Ich gucke mir die ganze Chose jetzt erstmal an. Was ich auch ganz nett finde, ist, wenn man mit einem kleineren anfängt und dann ein paar breitere macht oder so. Ich glaube, da geht aber noch einer. So, ein paar kleine hat man ja auch noch mal immer über hier, so ein paar kleine Brocken. So, ich klebe es jetzt mal zusammen, lasse es dann trocknen und schaue es mir dann noch mal an. Dann kann man ja auch noch mal ein bisschen justieren. Jetzt kommt unser Holzleim ins Spiel. Nehme ich die Schichten ab. Generell, wenn ihr auch größere Multibases zum Beispiel mit Kork baut, für Kings of War oder sowas, finde ich es immer ganz nett, dass man sozusagen das erstmal hinlegt und erstmal guckt, wie es aussieht und dann wirklich Schicht für Schicht sich hocharbeitet, ne? Also bei einem großen Multibase hat man dann ja teilweise auch noch ein bisschen komplexere Strukturen. Ach du Scheiße. So, Entschuldigung. Da ist mir was entglitten. So. Zack. Zack. Der darf auch noch mit. So. Ja, nochmal an. Was weiß ich. Jetzt, zack. So. Na, das trocknet ja auch nicht sofort. Deswegen nehme ich auch ganz gerne den Leim, dass man nochmal ein bisschen verschieben kann hin und her. Hier setze ich jetzt noch einen kleinen hin. Komm her. Ein bisschen drunter schieben. So. Ich denke, das passt. Ja, nochmal den hier nebenhalten. Zack, ist ein bisschen höher. Passt schon. So, dann stelle ich das zur Seite, lasse es erstmal durchtrocknen. Oder dann melde ich mich bei euch gleich wieder, weil bevor ich hier grundiere, wird der nochmal ein bisschen veredelt. Das zeige ich euch gleich. Also bis dann. Ciao. So, liebe Leute, da bin ich wieder. Was ich in der Zwischenzeit gemacht habe und ich euch jetzt auch ersparen wollte, ist, das Männchen mit Sekundenklebergel auf die Base zu kleben. Es ist auch noch nicht komplett getrocknet, der Kleber, auch der Kleber, der die Korkplatten zusammenhält, noch nicht. Aber ich denke, an Stabilität reicht es jetzt erstmal, um fortzufahren. Und jetzt kommt folgendes Produkt ins Spiel: Sandy Paste. Das ist im Endeffekt eine, ja, so eine, ich kann euch das mal zeigen, so eine Art Strukturpaste mit sehr feinen Sandstückchen drin. Das möchte ich jetzt benutzen, um das nochmal großflächig auf die Figur aufzutragen. Dann bekommen wir ein bisschen mehr Struktur rein, haben nicht mehr ganz so viele glatte Flächen.
Ob das jetzt physikalisch so viel Sinn ergibt, ob das Metall jetzt rostet, wenn da kein Sauerstoff dran kommen kann, etc. Sei mal dahingestellt, ist ja nach wie vor Fantasy oder Science Fiction und da kann man dann ja auch mal ein bisschen kreativ werden. So, also ich nehme jetzt ein bisschen was mit einem alten Pinsel, ja? Nehmt auf jeden Fall einen alten Pinsel. Das Teil ist nämlich danach hinüber. Schmiere ich mir das hier mal auf so ein Marmeladenglas, Marmeladendeckel, Glasdeckel drauf. Zack. Bisschen Wasser. So. Und dann schauen wir uns das mal an. Hauen das Zeug einfach hier überall drauf. Ah, da soll es natürlich nicht drauf. Also überall außer aufs Visier selber. Ich will auch gar nicht so mega viel, nur so ein bisschen, ne? Dass man da so ein bisschen Abwechslung reinkriegt. Auf den Bohrkopf auch. Ich glaube, ich nehme mal einen größeren Pinsel. Dann geht das nämlich alles ein bisschen schneller von der Hand. Gut auswaschen. Auch wenn es so ein alter, ödeliger Pinsel ist. So, was nehmen wir denn mal? Den hier. Ah, der ist ein bisschen größer. Dann kriegen wir das hier schneller über die Runde. Einfach überall so ein bisschen drauf tupfen. Muss jetzt auch nicht auf jede Stelle des Modells. Das wollte ich nur noch gemacht haben, bevor es gleich ans Grundieren geht. Upsala. Das war meine Lampe. Ich hoffe, man kann das so ein bisschen erkennen, dass jetzt hier ein bisschen mehr Struktur drauf kommt. Das Zeug ist auch ganz gut. Wie gesagt, hier bei Rosteffekten und so finde ich das immer ganz nett. Auf der Verpackung steht drauf, man kann es auch nutzen, um irgendwelche Sandbänke zu modellieren oder so. Also wie gesagt, der Sand ist wirklich, das sind so feine Körnchen. Das würde ich mit meinem Sand, den ich für die Base nutze, würde das nicht so funktionieren. Da wirkt dann das Größenverhältnis nicht mehr so richtig. Hier oben auch ein bisschen was drauf. Zack. Flatsch. So. Ich glaube, das reicht sogar schon. Na, hier vielleicht noch ein bisschen. Hier oben auch nicht. Es gibt nämlich ein paar Flecken, die wir am Ende mit diesem schönen gelben oder neongelben Leuchteffekt versehen wollen. Und das sind halt dann auch die Flächen, die glatt bleiben sollen, ne? Also hier oben zum Beispiel, dieser Behälter, irgendein Tank oder was das sein soll. Das Visier wird auch gelb leuchten. Dann haben wir hier noch so ein paar Rillen. Wenn da jetzt ein bisschen was reinkommt, ey, mein Gott. Da zieht nachher keiner mehr. So. Hier nochmal ein bisschen drunter. Zack, zack. Hier ist auch noch eine freie Stelle. So, und dann den hier noch. Mann, ey. So, dann haben wir es auch schon. Ja, ich stelle ihn mal hin. Wie gesagt, wieder gut auswaschen. Und der zweite Schritt, den ich jetzt noch machen möchte in der Vorbereitung, ist Sand auf die Base zu kleben, den ich dann durchtrocknen lasse und danach nochmal über den Sand eine verdünnte Schicht Holzleim oder Leim gebe.
nehme jetzt auch hier schon mal den. Ja. Oh, komm raus, du Lümmel. So. Da brauchen wir jetzt wieder einen Pinsel, der ein bisschen kleiner ist. Was nehmen wir denn da? Ne, den nicht, der ist so gut. Auch wieder so ein altes Teil hier. Zack. Bisschen verdünnen, ne? Wie gesagt, das wird jetzt auch nichts Neues sein für euch. Wie man Sand mit Holzleim auf die Base klebt. Aber wenn wir schon mal dabei sind, den ganzen Prozess zu zeigen, dann wollen wir es ja bitte auch vollständig machen, nicht wahr? So, jetzt nehme ich mir hier unten, ne, also das, was auf der Base ist. Also die Base selber quasi. Schmieren das schön ein. Oben drauf auch ein bisschen. Wobei ich auch manchmal ein bisschen was freilasse, ne? Dass man von dem Kork noch was sieht, hier vorne die Spitze. Finde ich immer ganz nice. Man könnte jetzt auch hingehen und noch mehr Details einfügen. Ich habe zum Beispiel bei dem ersten Big Daddy Castellan mit diesem Green Stuff World Rollmaker Tool, heißt es, glaube ich, so irgendwie so ein paar Schläuche auf dem Boden gebaut. Aber das war auch irgendwie eher so ein Test. Also das muss jetzt auch nicht auf jedem Teil drauf sein. Deswegen lasse ich sie einfach aus. Ja. So, schön reinschmieren hier in die Ecken. Vorne noch. Da. Na, man könnte auch Erde nehmen. Aber habe ich auch genommen bei der normalen Infanterie. Wie gesagt, das Projekt ist sowieso ein Projekt, was so eine Dauerbaustelle ist. Da habe ich schon 3-4 Mal das Farbschema geändert und immer wieder drüber gemalt. Also manche der Skitari haben schon eine relativ dicke Schicht Farbe drauf. Jetzt aber nicht so dick, dass man da keine Details mehr erkennen könnte oder so. Deswegen ist es auch alles ein bisschen variiert. Aber jetzt denke ich, dass mir das Farbschema ganz gut gefällt. Und deswegen wird das jetzt mal durchdekliniert. So, jetzt natürlich die Frage, wo packe ich das Teil an? Natürlich jetzt blöd, dass die Sandy Paste noch nicht getrocknet ist. Deswegen hoffe ich jetzt mal, dass es mir gelingt, dass ich jetzt keine groben, ne? Der Sand ist ja deutlich gröber als der Sand der Sandy Paste. Dass es mir gelingt, dass ich diesen groben Sand jetzt mal nicht aufs Modell packe, sondern nur auf die Base. So, zack, schön drauf hier. Alle Ecken. Base-Rand, ganz wichtig, da bin ich pingelig. Und mit dem Finger nachziehen, dass wir da keinen Sand drauf haben. Kann man auch nachher noch abschneiden, wenn er ausgehärtet ist. So. Ja. Das wäre es dann erstmal soweit. Wie gesagt, also sobald der Sand getrocknet ist, gehe ich dann nochmal, das werde ich euch auch nicht zeigen, einfach nochmal mit sehr verdünntem, also nochmal einer dünneren Leimwassermischung, als ich eben hatte, nochmal drüber. Und hier sieht es auch schon wieder aus wie Sau. Ich bitte das zu entschuldigen. Ja, und hat einfach den Hintergrund, dass wenn man dann damit spielt, dass der Sand oder halt die Erde oder was auch immer nicht so schnell abfällt. Ne? Ist dann immer ein bisschen schöner, weil wenn dann 1-2 Sandkörner abfallen, dann sieht man ja auch immer direkt die Farbschichten darunter und die obere Farbschicht löst sich ab. Das kann man damit immer ein bisschen ganz gut vermeiden. Also es geht ein bisschen auf Kosten der Struktur, weil das wird dann ja ein bisschen abgeflacht alles. Aber mein Gott, ne? Das passt schon. Guck, und jetzt sehe ich hier, dass mir tatsächlich ein bisschen Sand drauf gekommen ist.
Also grober Sand auf die Füße hier mit dem Pinsel rüber wegmachen. So, jetzt lasse ich die ganze Chose mal wieder schön durchtrocknen. Dann sehen wir uns gleich beim Grundieren wieder. Bis dann. So, jetzt sind wir hier beim Grundieren. Schön hinter die Mülltonnen gegangen. Jetzt wird. Schön voll machen. Schon. So, die Figur ist grundiert, aber es gibt noch einige Stellen, wo noch keine Farbe drauf ist, zum Beispiel hier, ja, oder halt in manchen Ecken. Und das kann ich nun wirklich nicht leiden. Deshalb nehme ich mir jetzt eine günstige Acrylfarbe. Was ist das? Abtönfarbe? Ne, ist tatsächlich Acrylfarbe. Nicht aus dem Euroshop, da habe ich die Erfahrung gemacht, dass die überhaupt nicht gut deckt, sondern schon aus dem Künstlerbedarf. Manchmal nehme ich die auch einfach so, wenn ich zu faul bin, runterzugehen und zu sprayen. Dann haue ich mir die einfach auf die Figuren. Geht auch. Ist jetzt nicht so mega optimal, aber passt schon. Und da arbeite ich jetzt nochmal die Stellen ab, die noch nicht mit Farbe voll sind. Ne? Oder hier unten auch unter der letzten Platte, da ist oft dann wirklich alles noch in der Farbe des Korks. Ne? Oder manche Details oder so. Da, wo später E-Farbe noch drauf kommt, da finde ich das nicht so schlimm. Da haue ich gleich eh noch so viele Schichten drauf, dass das dann schon einigermaßen hält. Aber hier bei der Base oder so, ne? Da finde ich es dann doch schon schöner, wenn dann, wenn man nicht dann, wenn man später Fotos macht, dass man dann noch irgendwas erkennt. Und das im Nachhinein wegzumachen, ist irgendwie mehr Arbeit, wenn man dann wieder die Sachen übermalt, die man schon angemalt hat. Deswegen nehme ich mir jetzt dafür einfach mal die Zeit. Aber ich glaube, das war es auch schon. Achso, noch ein Vorteil ist, wenn man natürlich übermalt oder wenn man dazu bereit ist, noch zu übermalen, dann setzt man auch nicht mit dem Spray so viele Schichten drauf, weil oft ist es ja so, wenn man dann wirklich jede Ecke gesprayt hat, dann sind die, hat man jetzt schon so viel Farbe drauf gesprüht, dass es unter Umständen auch Details verdecken kann. Und so gehe ich das Risiko halt nicht ein, nehme dafür in Kauf, dass da noch ein paar Flecken ungrundiert sind und mache das jetzt mit dem Schritt. So, aber das war es jetzt auch schon. Achso, hier oben nochmal den Drill vielleicht. Zack, zack, zack. So. Ja, jetzt lasse ich das gut durchtrocknen. Und dann geht's richtig los. Da zeige ich euch auch, welche Farben ihr braucht und so weiter. Für das Farbschema, was ich hier verwende. Ihr könnt natürlich variieren und so weiter. Aber das schauen wir gleich. Bis dann. So, da sind wir wieder. Ich möchte euch ganz kurz die Farben vorstellen, die wir hier verwenden für dieses Farbschema. Schwarz und Weiß, also wie gesagt, Firmen ist egal, ähnliche Töne tun es auch. Schwarz und Weiß, standardmäßig. Hier bei dem Modell arbeiten wir viel mit Metallic-Farben. Das heißt, wir haben hier einmal Tinny Tin, nennt sich das hier. Das ist quasi
Der alte Citadel Tinbitston. Ein dunkles Silber. Hier von Citadel Brass Scorpion. Dann Dark Sea Blue. Der Classic, also ne, so sehr dunkles Grau, ein bisschen Blautöne mit drin. Für den Lichteffekt brauchen wir diese drei Farben. Einmal ein Neongelb, Amarillo, Fluo, Yellow. Dann ein schönes Sonnengelb, Flash Kids Yellow in dem Fall. Dann hier so ein Ocker, Baylor Brown und natürlich hier die beiden Washes, Nullen Oil und Agax Earthshade. Wenn ihr die Base auch noch so benutzt, so anmalen möchtet, wie ich das getan habe, braucht ihr noch diese Farbe Royal Blue. Könnt aber auch eine andere Farbe nehmen, wie ihr wollt. So. So, wir beginnen wieder mit der Farbskizze. Das heißt, wir bringen jetzt erstmal entsprechende Grundfarben überall aufs Modell auf. Müsste ich jetzt nicht machen. Weil ich weiß ja quasi schon, welches Farbschema ich malen möchte. Mache ich aber trotzdem. Hat am Ende den Vorteil, dass ich sowieso diese Washes da, Schwarz und Agrax Earthshade, benutze, also viel benutze. Das heißt, ich kann dann automatisch mehrere verschiedene Flächen anmalen. So, jetzt fangen wir aber erstmal an. Ich habe hier eine Mischung gemacht, 50-50. Aus Schwarz und Royal Blue. Das kommt jetzt erstmal wieder schön komplett über die Base. Ja, das machen wir quasi auch mit den gleichen Farbtönen wie bei dem Lichteinfallsvideo, was ich euch in Folge 1 gebracht habe. Das kann ich euch auch nochmal verlinken. Dass ich des Öfteren mal die ähnlichen Farbtöne benutze, hat auch vor allem den Hintergrund, dass ich hier leider gar nicht so viel Platz habe. Ich habe nur so ein kleines MDF-Regal für Farben, aber wirklich nur ein kleines. Wie viel passen da rein? 2, 4, 6, 8 mal 2, 4, 5. 40 Farben. Und dann war es das auch schon, ne? Also ich habe da noch ein paar Citadel Washes und so. Aber das schränkt die Farbpalette, die ich nutze, auch schon ein bisschen ein, ne? Wenn man auch einfach nicht so viel Platz hat, sich die Sachen hinzustellen. Muss aber auch gar nicht so schlimm sein. Ich mache mir jetzt noch mal ein bisschen Blau auf die Palette, da ich das alles schon mit dem Schwarz vermalt habe. Dass man ein bisschen heller ziehen muss, genau so. Dafür überall drauf. Wenn ihr hier auf die Figur selber kommt, auf die Füße und so, ist das überhaupt nicht problematisch, da wir ja, wie wir schon gelernt haben, vom Großen ins Kleine arbeiten. Das bedeutet am Anfang die groben Flächen, da kann gerne mal was daneben gehen und am Ende werden wir immer feiner, immer präziser, immer genauer und arbeiten dann halt die Flächen, die zuvor übermalt wurden, sowieso ja nochmal nach. Deswegen ist das überhaupt kein Mehraufwand, das im Nachhinein nochmal zu korrigieren. So, ja, jetzt haben wir hier jetzt alles drauf. Jetzt nehme ich nur das Blau und male mir wieder so ein paar Stellen hier einfach. Ich gebe jetzt aber nicht so viel Acht wie bei dem anderen Base, was ich für die Fischmenschen gemacht habe. Jetzt muss ich nochmal Blau nachladen hier. Na komm her du. Ich wollte auch nicht genau die gleiche Unterwassertechnik oder nicht, also nicht das identisch machen mit der Trident Realm Armee, die ich ja sowieso schon habe. Und es ist auch nicht identisch geworden. Also der große, das große Ding quasi bei dieser Armee ist ja dieser Lichteffekt.
Und dass es halt unter Wasser ist, aber. Das ist halt so, ne? Genau, und um diesen Lichteffekt auch gut zu erreichen, werden wir die ganze Figur relativ dunkel halten. Damit dieser Lichteffekt auch funktioniert, ne? Das bedeutet, wir wollen halt einen großen Farbkontrast, einen hohen Farbkontrast. Das bedeutet, selber auf der Figur werden wir gar nicht so großartig uns Mühe geben und müssen auch ehrlich gesagt gar nicht so viele Details malen. Das, wir können die einen, kann man jetzt sagen, okay, das ist Faulheit. Ne? Aber da würde ich sagen, nee, es muss gar nicht das ganze Modell, also die Details von jedem Mini-Fitzel ausgestaltet sein, sondern es reicht wirklich, wenn wir das bewusst einsetzen, auch mal weniger Details anzumalen, um halt auch einen Kontrast herzustellen zwischen detailliert und nicht detailliert. Ja, also wenn wir jetzt alles relativ grob machen und nur am Ende diesen kleinen Lichteffekt relativ detailliert ausarbeiten, zieht das ja noch mehr Blicke auf sich, ne? Also weil es da dann sozusagen sich die Details bündeln. Okay. Die zweite Farbe, die ich jetzt auftragen möchte, ist diese Tinbits-Farbe. Ich zeige euch nochmal das Beispiel. Da seht ihr auch diese Tinbits-Geschichte. Ist auf vielen Flächen des Modells vorhanden. Hinten sowieso. Und das möchte ich jetzt erstmal hier anmalen. Normalerweise soll man ja auch keine Metallfarben auf die Nasspalette packen. Ich mache es trotzdem, ist auch jetzt noch nicht großartig was passiert. Versuch's aber auch immer irgendwie in so eine Ecke der Nasspalette zu machen, dass es sich nicht unbedingt diese Pigmente vermischen mit den anderen Farben, die ich nutzen möchte. So, jetzt muss ich mal schauen. Es ist schon relativ lange her, dass ich diese erste Figur angemalt habe. Also das sind tatsächlich schon mehrere Jahre. Und seitdem wurde dieses ganze Projekt so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Deswegen freut es mich umso mehr, dass ich jetzt durch diese ganze YouTube-Geschichte ich euch auch einfach gerne mal ein bisschen 40k zeigen kann und ich dadurch auch meine alten Projekte weitermache. Dann merkt man auch erstmal wieder, wie viel Spaß man doch mit den Projekten eigentlich hat, wenn man sie denn mal weitermacht, ne? So, wo muss denn noch hin? Hier die Füße. Okay, hier ist noch ein bisschen blau. Ah, passt schon. So, die Arme. Wobei die Panzerung oben malen wir später in diesem Dark Sea Blue. Und das hier dunkeln wir auch nochmal ab. Wie gesagt, also wir wollen es möglichst unauffällig haben. Schön matt. Also matt jetzt nicht im Sinne von welchen Lack wir am Ende drauf machen, weil das werden wir. Wir werden keinen Mattlack auf die Metallflächen setzen, weil dann ja auch der Metalleffekt nicht mehr so richtig funktioniert. Mal anschauen. Okay. Ich habe es jetzt hier auch schon ein bisschen verdünnt. Ich finde, dann wirkt diese. Es geht auch bei silbernen Metallfarben oder so. Ich finde, das ist dann einfach nochmal so ein anderer Effekt. Wenn man diese Farben relativ verdünnt aufträgt, über schwarzer Grundierung, sieht es irgendwie immer ganz nett aus. Oh, hier fehlt ja noch was.
Ich habe gerade entdeckt, dass ich das Modell noch gar nicht so richtig zu Ende gebaut habe, aber naja. Da kommen irgendwie noch so Schläuche aus den Beinen. Das sieht hier sowieso ein bisschen komisch aus, deswegen lassen wir das jetzt einfach mal. Ja, und dadurch, dass wir am Anfang diese Sandy Paste aufgetragen haben, werden wir auch gleich nochmal anderes Ergebnis bekommen, als wenn wir das bekommen, also beim Washen, als wenn wir das bekommen hätten, wenn wir so einen Wash über glatte Flächen legen. Das sieht dann ja meistens immer ein bisschen blöde aus. Ja, deswegen funktionieren ja diese Contrasts. Farben auf diesen glatten Oberflächen noch nicht so gut. Also, wenn man sie denn so einsetzen möchte, wie sie beworben werden. Jetzt schaue ich mir nochmal das andere Modell an. Seite hier noch. Wie gesagt, wie ich das hier anmale, das ist eigentlich schon sozusagen die Formel, die ich benutze, um Masse anzumalen. Ja? Diese ersten Testmodelle, die dauern natürlich immer ein bisschen, wenn es dann darum geht, welches Farbschema man benutzt und welche Kombinationen besser aussehen und so. Das dauert dann ja am Anfang. Das schon öfter mal ein bisschen länger, bis man auch wirklich zufrieden ist. Und das ist jetzt schon sozusagen die Version, wie man das wirklich auf Masse anmalen kann. Also es ist nicht besonders schwierig, es ist runtergedampft auf die ganz wesentlichen elementaren Dinge, damit es halt auch schnell fertig gemacht werden kann. Und deswegen auch relativ einfach auszuführen. Das heißt, ihr kriegt es auf jeden Fall hin. Es ist im Endeffekt einfach nur Farbe drauf. Ein Wash drauf und nochmal ein bisschen Farbe. Und mehr ist es auch nicht. Selbst dieser Lichteffekt wird, wie ihr am Ende sehen werdet, relativ simpel gehalten. Ist kein Vergleich zu anderen OSL-Techniken, die wirklich lange dauern und dafür aber auch dann dementsprechend echt klasse aussehen können. Das machen wir hier nicht. Also hier geht es wirklich darum, schnell die Sachen auf den Tisch zu kriegen. Vielleicht nicht ganz so schnell wie durch so Möglichkeiten, die zum Beispiel die Contrast Paints bieten oder ähnliche Farbtöne von anderen Herstellern. Aber dennoch, es ist sozusagen wirklich dafür da, dass man es schnell hinkriegt. Ne? Okay. So, der nächste Farbton, den wir benutzen werden, ist der folgende, Brass Scorpion. Hier nochmal, das ist auch so eine rötlich-braune Metallfarbe. Da malen wir jetzt erstmal den Drill mit an. Und dann suchen wir uns noch ein paar Metallteile raus, beziehungsweise die habe ich schon rausgesucht, die male ich gerne einfach nur an. Aber wenn ihr zum Beispiel dieses Schema auf anderen Figuren auch einfach einsetzen möchtet und in dieser Farbauswahl bleiben möchtet, dann sucht euch einfach ein paar Metallstellen aus, die ihr nochmal besonders betonen möchtet. Das ist jetzt hier in diesem Fall natürlich dieser Drill.
weil der vielleicht auch so ein bisschen das Besondere an diesem Modell ist, ne, dass man in diese Bioshock-Richtung schlägt und diesen Big Daddy-Ästhetik einfängt. Ist aber auch nochmal der Kopf, beziehungsweise der Helm, nicht das Visier. Ist so ein, wenn ich jetzt sozusagen mein Schema noch nicht hätte und noch in der Schemafindung wäre, würde ich wahrscheinlich nochmal ausprobieren, das vielleicht nicht an den Kopf zu setzen, da wir dadurch sozusagen ein bisschen die Wirksamkeit des OSLs ja auch einschränken. OSL ist diese Objective Source Lighting Geschichte, wie man leuchtende Teile malt, und im Endeffekt malt man einfach nur so ein bisschen diese Leuchtfarbe auf die herumliegenden Stellen. Ne? Also das funktioniert mit einem hohen Farbkontrast. Wenn ich jetzt das Gesicht am Ende neongelb habe und dann einen schwarzen Kontrast habe, habe ich natürlich nochmal einen kräftigeren Leuchteffekt, als wenn ich jetzt diese Farbe benutze, um den Helm anzumalen, die ich jetzt benutze, und zwar dieses rötliche Metall. Ah, ich denke, es passt schon. Es sieht so ein bisschen so aus wie so diese Taucherglocken, ne? Die hatte ich mal, glaube ich, so eine Spielzeugfigur als Kind. Ja, und wenn ich jetzt hier bei diesem Schritt aufs Visier komme, ist jetzt auch nicht so schlimm. Was ich jetzt vermeiden möchte, ist natürlich, Stellen zu übermalen, auf denen jetzt schon diese Tinbits-Farbe liegt und die auch in dieser Tinbits-Farbe bleiben sollen, ne? Sonst müsste ich das dann nachher nochmal ausbessern. Aber wie gesagt, nehmt euch einen Pinsel, mit dem ihr gut zurechtkommt. Ich sehe oft Leute, die dann immer irgendwie nur mit so Mini-Pinseln arbeiten, und das dann dauert natürlich auch ein Modell Ewigkeiten. Habt ruhig auch mal Mut, irgendwie größere Pinsel zu benutzen, aber für Stellen, wo ihr feiner arbeiten möchtet und vor allem auch präziser sein möchtet, nehmt Pinsel, die auch das hergeben, ne? Und wie gesagt, ihr müsst nicht jeden Fitzel eines Modells ganz generell, sei es jetzt dieses oder ein anderes, ihr müsst nicht jeden Fitzel eines Modells ausgestalten. Natürlich Leute, die das anders sehen, aber das ist so ein bisschen meine Philosophie, dass man, wie gesagt, das nicht aus Faulheit tut, sondern wirklich ganz bewusst auch damit nochmal Kontraste setzen kann. Hier hinten diese Rückengeschichte male ich jetzt auch nochmal an. Nur die Seiten. So, und ich glaube, das war es auch schon. Wir wollen auch nicht zu viel in dieser Farbe malen, da, wenn wir sozusagen noch mehr Stellen anmalen und wir sozusagen, wenn wir uns das ganze Modell angucken, den Anteil davon angucken, wie viel wir davon benutzen, je höher dieser Anteil liegt, desto mehr wird es ja selber quasi zur Grundfarbe. Und wir möchten ja quasi das Gegenteil erreichen. Wir möchten ja, dass es selten vorkommt und dadurch halt dann nochmal besonders Blicke auf sich zieht. Beispiel, wenn ihr zum Beispiel ein komplett grünes Feld habt und da liegt ein roter Ball drauf, dann guckt natürlich jeder wegen diesem Komplementärkontrast auf den roten Ball und dann nicht mehr aufs grüne Feld. Also ganz bewusst sozusagen diese Punkte setzen. Ja, hier ist mir gerade eine Stelle aufgefallen. Sodele. Was brauchen wir jetzt noch? Okay, das Dark Sea Blue nehme ich als nächstes. Da gibt es auch noch ein paar Rüstungsteile, die wir damit bemalen möchten. So, zack, ist auf der Palette. Und zwar sind das diejenigen, die jetzt noch schwarz sind. Mal hier diese Hand. Die Schulterpanzer. Ich muss euch auch ehrlich sagen, ich habe weder in den letzten Jahren 40K gespielt, noch habe ich jemals Bioshock gespielt. Habe ich nicht gemacht. Irgendwann vielleicht mal. Ich spiele generell nicht so viel Computer. So.
der Pinsel, den ich jetzt benutze, der ist auch nicht mehr der jüngste. Hier auch nochmal unter dem Drill, dieses Stück. Ja, ich hab's. Ist ja, der Umbau ist ja eigentlich eine Milchmädchenrechnung. Das ist einfach nur, dass ich das hier gecuttet habe ab diesem ersten größeren Element. Einfach mit dem Cuttermesser und halt das andere Teil da aufgebracht. Dieses 3D-gedruckte. Und wie gesagt, wenn ihr jetzt sagt, okay, das ist 3D-gedruckt, da komme ich, das kriege ich eh nicht. Es gibt immer mehr Leute, die so einen Teil zu Hause stehen haben. Und fragt die einfach mal, ob die das dann gegen die Materialkosten oder Aufwandsentschädigung oder wie auch immer für euch drucken. Weil ich auch glaube, viele von diesen, da bin ich jetzt aber auch kein Experte, viele von diesen Thingiverse-Sachen, die sollen halt einfach nicht verkauft werden. Ne? Das heißt, ich weiß gar nicht, ob man sich dann diese Dienstleistung überhaupt des Druckens entlohnen lassen darf, aber vermutlich schon. Ne? Keine Ahnung. So, was haben wir jetzt noch? Achso, hier die anderen Stellen. Jetzt habe ich falsch gemalt. Nicht so schlimm, einfach mal ein bisschen mit dem Finger und gut ist. Immer Hand schön auflegen. Dann wackelt es alles nicht so sehr. Mehr Kontrolle. Na, hier wollte er auch noch malen. Ne? Hier geht es ja noch ein bisschen in die Tiefe, diese Rüstung. Wie ihr schon seht, die Farben, die ich auftrage, sind alle sehr dunkel, aber das ist durchaus so gewollt. Also dieses rötliche Metall ist natürlich, sticht ein bisschen heraus, aber das liegt an den Gründen, die ich euch eben schon erläutert habe. Ne, hier bei der Hand auch noch so, zack. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wie man das jetzt spielt, also wahrscheinlich irgendwie als Nahkampf Dings oder so, aber ob das gut ist, ob das gespielt wird, ey, puh, keine Ahnung. Aber es ist ja so, Regeln kommen und gehen und die Figuren bleiben. Das merkt man dann gerade, wenn man mal schon ein bisschen länger dabei ist. Deswegen auch einfach der Tipp an Neueinsteiger oder an Leute, die sich vielleicht überlegen, nur die stärkste Armee spielen zu wollen. Das wird nicht immer so bleiben. Die Figuren, die du dir kaufst, die hast du dann da, wenn du sie nicht wieder verkaufst. Und einfach das nehmen, woran man Spaß hat, was man optisch einfach cool findet, wo man gerne dran arbeiten möchte, Farben draufpacken möchte. So. Und die letzte Farbe, die uns noch fehlt zur Farbskizze, ist weiß tatsächlich. Da wir dort, wo am Ende die Lichteffekte sein sollen, jetzt erstmal schön weiß vorgrundieren. Hat den Grund, wer das schon mal ausprobiert hat, wird es wissen, dass gelbe Farbtöne oftmals sehr niedrig pigmentiert sind, das heißt, die decken nicht. Das bedeutet, der Untergrund schaut wieder durch.
Und wenn wir es wirklich strahlen lassen wollen, schaffen wir das nur mit einer weißen Grundierung. Man hätte jetzt auch, ich habe jetzt keine Airbrush, aber wenn man eine gehabt hätte, hätte man jetzt nochmal schön aufs Gesicht oder quasi vom Gesicht aus wegstrahlen können mit Weiß, dass man das sozusagen, wie gesagt, wie beim Zenital, nur halt nicht von oben kommend, sondern quasi aus dem Visier kommend, dann nochmal die Stellen weiß grundiert. Ich habe aber keine, deswegen machen wir es jetzt einfach so. Und es kann auch gut sein, dass wir da gleich nochmal eine Schicht nachlegen werden. Weil wenn das Weiß jetzt austrocknet oder durchtrocknet, dann ist es ja auch wieder verdunkelt aufgrund der schwarzen Grundierung. Also ein paar Schichten können wir da schon mal drauf packen. So, das hier. Was ich auch ganz gerne mache, ist, wenn man hier zum Beispiel, ich möchte gerne diese Löcher in dieser Waffe oder was so Dinger da, diese Kugeln, möchte ich gerne auch leuchtend machen. Das heißt, ich nehme auch mal ein Weiß und verdünne es einfach so sehr, dass es einfach quasi direkt reinläuft, ne? In die. Das war noch nicht genug verdünnt. In die Rillen. Und wenn ich jetzt hier. Na gut, hat ja super geklappt. Ich hoffe zu labern, konzentriere mich mal ein bisschen. Also einfach ein bisschen verdünnte Farbe benutzen. Ich haue es jetzt einfach komplett drauf und mal dann die Umrandung einfach nochmal dunkel nachher, wenn der Lichteffekt fertig ist. Das kommt nämlich auch immer sehr gut, wenn man halt diesen Lichteffekt malt, wie ich eben schon gesagt habe, dass man dann wirklich drumherum und am besten die ganze Figur auch wirklich dunkel hält und das Dunkelste, was wir haben, ist natürlich schwarz. Deswegen ist es immer ganz cool, wenn man dann diese leuchtenden Punkte hat und drumherum, das malt man schwarz, ja. Und jetzt nicht hier wie ich Tinnbits oder dieses Rot. Diesen Container hier wollen wir in der Mitte nur weiß haben, also leuchtend haben. Ihr könnt natürlich jetzt auch dadurch, dass ihr euch aussucht, okay, da möchte ich den Lichteffekt haben und da möchte ich den Lichteffekt haben, steuern, wohin der Betrachter schaut, ne? Zumindest beim ersten Hinschauen. Wenn man das Modell sich dann länger anguckt, dann entdeckt man natürlich auch immer noch in den monotoneren Bereichen oder dort, wo die Kontraste nicht so hoch sind. Wenn es gut gemacht ist, auch noch ein paar Details, die einen interessieren. Ne? Kann natürlich die Farben monoton halten, aber dann in Skype zum Beispiel. So, hier gehe ich jetzt nochmal rüber. Ich soll mal gucken, dass es schon getrocknet ist, weil wenn dann sonst reißt ihr euch bei der zweiten Schicht dann nochmal die Farbe von drunter runter. Und so. Und die letzten Sachen sind hier diese Rillen. Die wollen wir auch noch zum Leuchten bringen. Das heißt erstmal weiß vorgrundieren. Das ist natürlich jetzt keine Farbskizze in dem Sinne, weil wir jetzt dieses Gelb, dieses Neongelb, was wir am Ende haben, noch nicht mit drin haben, aber hey, wir wissen ja, wo wir hin wollen. Achso, hier hinten auch noch, sind auch noch mal so ein paar von diesen kleineren Einkerbungen, die auch noch leuchten sollen. Also wie gesagt, dünnes Weiß einfach rein, zack. Hier in den Füßen sind immer mal diese Kerben. So. Und noch was? Ich glaube, das war's. Okay. Und ich arbeite jetzt auch bewusst noch nicht das Weiß auf die Umgebung, da wir gleich einfach Farben auf die Umgebung legen werden,
die sich dadurch, dass es jetzt nicht aufgehellt ist, wieder verdunkeln werden. Das heißt, wir haben dann wirklich diesen Effekt, dass es dort, wo es Licht am hellsten ist, wirklich auch den Fokus drauf haben. Und das sind jetzt genau die Stellen, die wir jetzt weiß grundieren. Ich gehe hier nochmal rüber und dann lassen wir die ganze Chose mal durchtrocknen. Und schauen dann weiter. Okay. So, nachdem ich mir jetzt einen schönen Shawarma-Teller reingerieben habe, wird es jetzt mal Zeit für einen Schritt, der mega entspannt ist, wo man sich ein bisschen zurücklehnen kann. Und zwar nehmen wir jetzt ein schwarzes Wash und hauen das sowohl auf die Stellen, wo Dark Sea Blue drauf ist, als auch auf die Stellen, wo dieser Tinbits-Ton drauf ist, also dieses dunklere Metall. Was nehmen wir denn mal hier? Auch so einen ollen Pinsel. Und einfach nicht großartig nachdenken. Einmal drauf. Die Grütze gut ist. Da wir ja vorher diese Sandy Paste drauf gelegt haben, haben wir jetzt halt durch diesen Schritt, der ja doch ein bisschen, also so Washes sind ja schon ein bisschen drauf angewiesen, dass man auf die auf Oberflächen aufträgt, die halt nicht komplett glatt sind. Funktionieren halt sowieso immer am besten bei Fell oder bei irgendwelchen ausgestalteten Parts des Modells. Ja, und ich muss ja auch gar nicht großartig nachdenken. Und das ist halt auch der Vorteil davon, dass wir vorher überall diese Grundschichten aufgetragen haben, dass wir jetzt easy peasy alles in einem Abwasch erledigen können. Joa. Und jetzt dadurch diese kleinen Sandkörnchen haben wir halt den Vorteil, dass die Flächen nicht mehr komplett glatt sind, sondern sich jetzt hier auch so ein Wasch ein bisschen besser entfalten kann. So, wo ihr aufpassen solltet, sind diese Stellen, wo wir eben das dünne Weiß draufgelegt haben, wo das Weiß quasi in die Rillen gelaufen ist. Da wollen wir jetzt nicht mit dem Schwarz dran. Das heißt, da kannst du auch einfach hier diese Stellen einfach drumherum malen und einfach Verzeihung, einfach ignorieren. Ne, diese rötlichen Metallteile lassen wir jetzt noch aus. Da machen wir gleich unsere andere Zauberfarbe. Earthshade, Agax Earthshade nochmal drauf. Und genau, dann haben wir die Schatten soweit fertig. Und können dann wieder ein bisschen die Farbe höher ziehen. Ja, und auch immer so ein bisschen das Modell bewegen, sich die anderen Perspektiven reinziehen, gucken, ob noch irgendwo was fehlt. Ja, weil das immer nervig, dann ist nachher nochmal nachbessern zu müssen, wenn man auf Masse malen möchte. Ja, diese kleinen Dinger, die sich dann immer aufsummieren, die man am Ende noch ändern muss. Hier unten sehe ich zum Beispiel, das hätte ich sonst nicht gesehen, wenn ich es jetzt nicht in die Hand genommen hätte, dass da noch kein Wash drauf war. So. Ja. Und hier, wo wir
Flächen haben, wo sich einmal dieses Tinbits und einmal dieses rötliche Metall berühren, ist es auch cool, wenn man da hier diesen Wash quasi in diese Zwischending setzt, diese Zwischenrille. Dann haben wir quasi so eine Art Blacklining, dass die verschiedenen Elemente des Modells nochmal besser sichtbarer voneinander trennt hier auch, ne? Hier trifft das Dark Sea Blue auf diese Tinbits stellen. So. Und ich stelle es jetzt mal hin, ja. Wenn ich jetzt hingelegt hätte, dann wäre das Wash dahin gelaufen, wo ich es gar nicht haben will. Deswegen machen wir das einfach mal so. Und da wir schon dabei sind und damit quasi auch nochmal die Zeitökonomie optimieren können, ist, dass ich jetzt nicht das nächste Wash auftrage. Den hier. Und zwar nur auf die Stellen, wo wir das rötliche Metall haben. Also Bohrer und Kopf. Na, da hinten ist noch so ein bisschen was. Ich bin echt begeistert, also bei so 3D-Drucken, wo ich jetzt ja öfter schon mal das Vergnügen hatte, sowas ausprobieren zu dürfen, ist ja oft noch, dass man diese Schichten sieht, in denen das gedruckt wurde. Und das sieht dann meistens ein bisschen unsexy aus. Und gerade wenn du mit Waschen arbeiten oder Trockenbürsten oder so, arbeitet man natürlich diese Schichten nochmal extra heraus. Das ist eigentlich nichts, was man haben möchte. Da gibt es dann auch so ein paar Tricks, wie man das, also man kann es natürlich irgendwie abschleifen, was relativ zeitaufwendig ist. Und müßig. Ich habe jetzt mal mit einem anderen Modell, was ich euch später noch zeigen werde, was auch cool ist. Auch für Adeptus Subnauticus. Da hatte ich das auch mit diesen Rillen. Da habe ich dann so ein, auf Empfehlung meines 3D-druckenden Mitbewohners, so ein Filler-Spray drauf geknallt. Ein paar Schichten. Das ist dann, ja, wie so eine dickere Grundierung irgendwie. Die sind nicht davon komplett weggegangen, aber passt schon. Also, ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. So. Soweit, so gut. Das müssen wir jetzt erstmal schön durchtrocknen lassen und dann schauen wir weiter. Jo, dann bis gleich. Guten Tag. So, jetzt sind die Farben schön durchgetrocknet. Was wir jetzt mal zuerst machen, ist, wir nehmen uns das Gelb. Flash geht's. Und tragen das jetzt erstmal auf die Flächen auf, die wir weiß vorgrundiert haben. Kann man auch ruhig einen größeren Pinsel für nehmen. Packe ich mir das auf die Palette. Bisschen verdünnen. Ja, der Vorteil ist, dass wir, wenn wir weiß grundieren, wirklich nur eine Schicht brauchen und dann kommt die Farbe schon ganz gut durch. Setze ich jetzt überall auf die Stellen drauf. So. Das waren auch schon die größeren Flächen. Die anderen Sachen sind ja so Vertiefungen. Das bedeutet, wir arbeiten mit einem dünnere, mit einer dünneren Farbe. Mischen einfach ein bisschen Wasser mit rein.
Ja, und hier an diesen Stellen ist es auch nicht schlimm, wenn wir hier rüber gehen. Das ist zwar noch nicht dieser Lichteffekt, den wir nachher machen wollen, sondern sozusagen Fehler in Anführungsstrichen, den wir nachher nochmal ausbessern. Aber da wir hier eh nochmal die Umrandung schwarz machen, ist das jetzt auch egal, da schwarz über die, locker dieses Gelb hier wegdeckt. So, hier hinten noch. Ach, hier oben. Noch mehrere Schichten draufsetzen. Wir müssen uns immer nur vergewissern, dass die Schicht drunter schon trocken ist, da wir ansonsten die Farbe wieder wegreißen. Das möchten wir nicht. So. Und hier unten noch die, da hätte ich jetzt eigentlich auch noch mal eine Schicht weiß draufsetzen können, aber was soll's. So, und jetzt merken wir schon, dass durch diese eine helle Farbe in diesem generell dunkelmonotonen Farbschema fällt das Gelb natürlich sofort auf. Ne? Das merken wir jetzt schon und wir machen es ja noch knalliger durch die Neonfarbe. Das heißt, man schaut automatisch auf diesen Lichteffekt und der lenkt dann auch davon ab, dass die anderen Sachen nicht komplett ausgestaltet sind, beziehungsweise er wirkt auch alleine dadurch besser, ne? Dass wir beim Lichteffekt uns am Ende am meisten darauf konzentrieren. So. Dann nehme ich mal das Royal Blue wieder. Da ich jetzt nochmal. Oder machen wir es jetzt schon? Da ich jetzt nochmal auf der Base selber ein paar bisschen heller gehen möchte, ne, das ist jetzt auch noch sehr dunkel. Und habe jetzt das pure Royal Blue verdünnt. Und mache es aber auch so wie bei dieser Lichteinfalltechnik aus Episode 1, so dass ich mir schon vorher überlege, wo soll das Licht sitzen. Und diese Stellen male ich dann an. Das heißt, ich male nicht alles an. Und das Licht soll natürlich dort sitzen, wo es hinfällt. Ne? Das heißt, wenn wir uns vorstellen, aus diesem Visier kommt Licht, dann haben wir jetzt hier vorne erstmal was. Ne? Dabei ignoriere ich jetzt das Modell selber, sondern mache das nur auf der Base. Und wir gehen auch gleich noch heller. Also wir bleiben nicht bei diesem Blau. Ja, natürlich muss es wieder nicht 1:1 so sein, dass man wirklich jetzt nur vorne das hier aufhält, da ja von diesem Licht auch noch was zurückreflektiert würde und dann halt auch an Stellen ist, die man jetzt vielleicht nicht ansonsten gemalt hätte. So, dann haben wir hier hinten noch. Ich mache das immer so, dass ich so ein bisschen das in der Nähe dieser gelben Lichter mache. Je nachdem, wie stark das Licht auch strahlen soll, ne? Da kann man dann auch so ein bisschen hin und her entscheiden, ob man jetzt möchte, dass das nur ein bisschen glüht oder ob man möchte, dass es so richtig knallt. Und jetzt merke ich auch schon wieder, dass
dass ich teilweise wieder ein bisschen Kork sehe. Da male ich das jetzt auch einfach drüber, ne? Selbst wenn das hier hinten an irgendwelchen Stellen ist, wo normalerweise kein Licht wäre. Einfach nur, damit wir das Kork nicht sehen. Und dabei kann man sich auch so ein bisschen von den Formen wieder führen lassen. Das heißt, zum Beispiel auch Kanten herausarbeiten. Oder einfach die Formen quasi so ein bisschen nachmalen, die wir hier vorne haben. Also ein paar Ecken und Kanten. Machen sie immer ganz gut. So. Und da ist ein gelber Fleck, wo keiner hin soll. Okay, wegwischen geht nicht mehr, ist schon getrocknet. Aber nicht weiter schlimm. Da wir jetzt sozusagen die Schatten draufgelegt haben, fangen wir jetzt die Schatten insoweit durch. Und jetzt fangen wir an, die Farbe wieder hochzuziehen. Da fange ich jetzt mit dem puren Metall an. Und zwar mit diesem rötlichen Metall. Brass Scorpion. Und ganz simpel, ganz klassisch, lasse jetzt halt in den Vertiefungen die Shadow-Farbe noch drin. Ansonsten male ich halt da, wo die Lichter sind. Das ist vielleicht am Anfang ein bisschen schwierig herauszufinden. Was mir unglaublich geholfen hat, ist hier so eine Lampe, mit der ich auch male. Und das ist so eine Schreibtischlampe, die man hin und her ziehen kann. Also näher ranziehen kann, weiter weg machen kann. Und wenn dadurch ist sie halt relativ flexibel. Und ich kann halt wirklich sozusagen das Licht drauf fallen lassen und sehe dann, welche Stellen ich auffällen muss und welche nicht. Ansonsten zenital grundieren mit Weiß. Ne, der Klassiker, wovon jetzt immer wieder die Rede ist. Funktioniert natürlich auch, dass man dann direkt sieht, welche Stellen aufgehellt werden müssen oder sollten, wenn es halt, je nachdem von wo das Licht kommt. Ja, und auch hier mache ich wieder dieses Tupfen irgendwie, das mache ich schon fast automatisch. Ja, also hier setze ich nur hier oben was drauf und hier am Rand haben wir noch ein bisschen was. Ein bisschen hin und her drehen. Guck, und ich arbeite hier halt mit einem relativ großen Pinsel, aber das reicht vollkommen, wenn man das Modell sich so ein bisschen hin und her bewegt. Dann kommt man an die meisten Stellen dran. Auch ein bisschen darauf achtet, wenn die Borsten schon ein bisschen zerfranst sind, in welche Richtung die schauen. Und hier versuche ich jetzt nicht aufs Gelb zu kommen. Ist mir noch nicht ganz gelungen, ist aber nicht weiter schlimm. Das können wir gleich alles noch tricksen. So, das reicht mir auch sogar schon. Und wieder mache ich noch ein bisschen was, nachdem ich das gesagt habe. Jetzt kommen wir wieder zum Dark Sea Blue. Machen die gleiche Sache. Ich zeige euch mal so. Machen die gleiche Sache, die wir jetzt gerade auch schon bei diesen Metallteilen gemacht haben. Und zwar, wir ziehen die Farbe hoch. Ja, einfach mit dieser ganz puren Dark Sea Blue Farbe, die jetzt durch diesen Wash ist diese Farbe, die pure, jetzt natürlich heller als das Dark Sea Blue, was mit Schwarz gewasht wurde. Ja, hier ist es ja schon wieder fast das ganze Schwarz, das pure Schwarz. Und auch hier stelle ich mir jetzt vor, dass das Licht so ein bisschen von oben kommt. Ja. Eigentlich auch dort, ne, wo das Licht von diesem Visier kommt, ist auch ein bisschen heller. Aber diesen Visier oder diesen gelben Lichteffekt, den machen wir am Ende nochmal. Das ist auch, wie gesagt, so eine Ruckzuck-Lösung für OSL, die aber dann doch in Masse, finde ich, und wenn man diesen starken Farbkontrast berücksichtigt, obwohl sie nicht super gut fein ausgeführt ist, doch ganz gut wirkt.
Ja, und auch hier male ich jetzt nicht alles an. Lasse immer noch hier diese Vertiefungen dunkel. Mit diesen runden Objekten, die man malt, ist es vielleicht am Anfang ein bisschen schwierig, weil viele Leute dazu neigen, das sozusagen immer die hellsten Lichter wirklich an der Kante zu setzen. Das würde ich allerdings nicht empfehlen, da das hellste Licht bei diesen Dingen hier jetzt nicht an der Kante liegen würde, sondern ungefähr hier, also ein bisschen von der Kante weg, ne? Das sollte man sich vielleicht, aber das kommt auch einfach von alleine, wenn man das öfter malt, dann merkt man das. Also wenn bei so runden Geschichten einfach das Highlight nicht direkt an die Kante setzen. Zumindest das hellste Licht nicht. Ja, und hier, das sieht man auch oft bei so Space Marines, wo dann irgendwer irgendwelche Space Marine Fotos hochlädt. Und da haben wir bei den Schulterpanzern ja genau die gleiche Sache. Dass die hellste Stelle da ja eigentlich gar nicht direkt an der Kante ist. Ne? Doch hier reicht es einfach, wenn ich hier oben so ein bisschen was mache. So, jetzt nehme ich mir ein bisschen Weiß, mische mir das ins Dark Sea Blue. Auch wieder ein bisschen verdünnen. Das ist jetzt natürlich kein richtiges Wet in Wet oder Wet Blending, aber da die Farbe auch schon wieder ein bisschen runtergetrocknet ist. Aber das ist schon okay. Ich habe da auch kein Problem mit, wenn nicht jeder Übergang super fein ist. Und macht es ruhig mit einem Pinsel, der normalerweise ein bisschen zu groß dafür ist. Oder nehmt einfach mal einen Pinsel, wenn ihr vielleicht ein paar Probleme habt. Probiert es einfach mal aus. Eine Stufe größer als die, die ihr normalerweise nehmen würdet. Also wenn ihr normalerweise mit einem Einser malen würdet, probiert mal einfach einen Zweier aus. Dann werdet ihr sehen, gerade diese, ihr seid erstmal unglaublich viel schneller. Und zweitens reicht es am Anfang sozusagen diese Farbe erstmal mit dicken Pinseln aufzumalen und später dann halt mit den kleineren die Details nachzuarbeiten. So, jetzt nehme ich mir noch ein bisschen mehr Weiß, mische das rein. Mache das auch nochmal drauf hier. Ja. Wenn ich jetzt diese hellen Lichter setze, muss ich wie gesagt auch nicht einfach überall, sondern hier kann ich auch ein bisschen was einfach ignorieren. Einfach ein bisschen Variation reinbringen, immer dort nur heller sein, wo auch wirklich aus der Richtung, also die Richtung, aus der das Licht kommt. Also in dem Fall jetzt hier so oben. Aber nochmal ein bisschen heller. Und jetzt setze ich wirklich nur noch so ganz wenige Sachen. Und das macht wirklich einen großen Unterschied. Selbst wenn sozusagen der letzte Schritt beim Aufhellen wirklich nur ganz kleine Punkte sind, die nochmal ein bisschen heller sind, wirkt das ganze Stück direkt viel plastischer. Und ich bin der Überzeugung, dass sich diese letzten Schritte, diese kleinen Feinheiten, die man am Ende noch draufsetzt, wirklich einen riesengroßen Unterschied machen können. Ja, auch hier tupfe ich so ein bisschen. Kriegt man nochmal diese Unregelmäßigkeiten rein, die ganz nett sind. Aber wenn alles einfach nur super perfekte Übergänge hat und alles super gut technisch einwandfrei ist,
Dann muss man es ja eigentlich schon fast gar nicht mehr selber anmalen. Dann ist es ja schon fast einfach nur noch ein maschineller Prozess, ne? So, jetzt wasche ich den Pinsel aus und nehme einen feineren. Ich glaube, das müsste ein Nuller? Nee. Was ist das hier für einer? Ach so, das kann ich nicht mehr erkennen. Der ist ein bisschen feiner. Mische ich mir jetzt nochmal so ein bisschen mehr Weiß rein. Und wie gesagt, also beim Malen selber sieht es immer ein bisschen zu hell aus. Aber wenn man schwarz grundiert hat, trocknet es dunkel weg. Das heißt, man kann ruhig ein bisschen übertreiben beim Malen. Nicht so viel Respekt haben quasi vor der Figur, vor den Farben, einfach machen. Und das vergibt dann schon echt einiges, wenn es so wieder ein bisschen dunkler austrocknet. Ne? Ja, und hier, wie gesagt, hier so mit die hellsten Lichter setze ich jetzt nicht ganz an den Rand, sondern hier so auf diese Kante. Wie gesagt, da müsst ihr einfach mal ein bisschen ausprobieren, ein bisschen gucken. Das kommt irgendwann von alleine. Dass man da so ein bisschen achtet. Ja, hier unten mache ich gar nicht mehr so viel. Nur noch so ein paar Punkte hier und da. Ja, die Knieschoner hier, die sind immer ganz nett. So. Und auch das Tinnbits holen wir nochmal ein bisschen nach oben. Oder das, wie heißt es hier? Tinny Tin. Aber auch hier bei dieser Farbe möchten wir insgesamt relativ dunkel bleiben. Das heißt, wir machen dann auch gar keine weiteren Lichter mehr rein, sondern durch diesen Schritt, dass wir jetzt hier nochmal nachmalen, nachdem wir das Wash draufgelegt haben. Das hat vor allem den Grund, dass durch den Wash-Effekt, den wir vorher auf die Metallfarbe gelegt haben, dieser Metalleffekt halt so ein bisschen flöten gegangen ist. Und naja, gut, da das halt so ein bisschen matt ausgetrocknet ist. Und hier durch diese Schicht, die wir jetzt nochmal drauflegen, auch nicht überall, wieder nur so ein bisschen hier die Highlights setzen, bringen wir diesen Schein wieder zurück. Und machen es natürlich auch wieder ein bisschen heller, ne? Aber nicht viel. Nur so ein bisschen. Das soll uns schon reichen. Ja, hier die Füße ein bisschen. Hier der Zwischenraum. So. Jetzt ist mir das Gelb noch nicht gleichmäßig genug. Ein bisschen fleckig. Kriegen wir aber einfach gelöst, indem wir einfach nochmal auf die gelben Flächen nochmal eine Schicht Gelb nachlegen und es halt so lange machen, bis es schon ebenmäßig ist. Diesen kleinen Fehler, den ich hier eben gemacht habe, den kriege ich jetzt wahrscheinlich auch nicht so einfach übermalt mit einer Schicht. Ist aber auch gar nicht wild. So.
Die merkt auch schon, wie das Gelb hier knallt. Alleine durch die Farbwahl und die ganze Komposition. Und das liegt einfach an diesem Kontrast, ne? Manchmal sieht man auch, was weiß ich, irgendwelche Space Marine Panzer, wo dann da vorne die Scheinwerfer gemalt wurden und die dann eine bestimmte Farbe haben, zum Beispiel Rot oder so. Und dann sind das aber White Scars, ne? Also weiße Panzerung, und dann wirkt das natürlich nicht so richtig, ne? Das ist natürlich ganz klar, weil wie auch, wenn der Kontrast nicht da ist. So. Was wir jetzt noch kurz machen können, ist schon mal die Base weitermachen. Ich suche mir gerade einen Pinsel aus, den hier. Und zwar habe ich ja noch meinen Royal Blue auf der Palette. Und jetzt kommt zum ersten Mal diese Neonfarbe ins Spiel. Die ist spitze. Die leuchtet auch unter UV-Licht, ne? Also wenn ich jetzt hier mein UV-Licht habe, ich weiß nicht, ob man das jetzt gut erkennen kann, wahrscheinlich schon. Ja. Dann leuchtet das. Das ist auch ein ganz nicer Effekt. Ich euch mal zeigen. Also wenn ich so. Kleines Gimmick. Das Problem oder beziehungsweise eine Eigenschaft dieser Farbe ist allerdings, dass sie überhaupt nicht gut deckt. Ja. Das bedeutet, für unsere gelben Flächen malen wir die am Ende über dieses Gelb drüber. Ne, da sie nicht gut deckt, ist es nicht weiter schlimm, weil unten drunter auch gelb liegt. Zwar ein anderer Gelbton, aber nah dran. Oder zumindest auch ein Gelb. Für die Base machen wir es allerdings anders. Und zwar nehme ich jetzt einfach dieses Royal Blue, was ich habe, auf die Palette. Da ist es ja noch drauf. Mache mir dieses Neongelb daneben und fange jetzt langsam an. Ja, ich nehme mir das pure Blau und mische ein ganz kleines bisschen von diesem Neongelb rein. Und gehe jetzt die Flächen damit nach, wo das Licht aus dem gelben Dingens da hinfällt, also aus dem Visier. Und je weiter weg das Licht ist, desto. Also jetzt ist es noch okay, aber gleich mischen wir mehr und mehr von diesem Neongelb rein und malen halt nur die Flächen an, die näher dran sind. Am Visier quasi, das heißt die unteren. So, jetzt nehme ich ein bisschen, ich zeige es euch einfach mal. Ich nehme jetzt ein bisschen mehr Neon Gelb, mische das ins Blau und logischerweise wird es ja dadurch auch so ein bisschen grünlich. Noch mehr. Und ihr könnt hier ruhig richtig schön viel nehmen und reinmischen, weil es wie gesagt auch kaum deckt. Na, jetzt habe ich hier schon fast das pure Gelb auf dem Pinsel, hau das hier einfach drauf, verreibe das hier auf der Base. Ja. Oh. Ja, und je weiter ich nach unten gehe, desto weniger will ich von dem Neon drin haben. Und hinten natürlich auch. Ja, hinten haben wir auch diese gelben Lichter. Aber nicht so viel. Der Fokus soll schon auf der vorderen Seite des Modells liegen.
Schon wieder muss ich mir ein bisschen was von dem Neon-Zeug auf die Palette machen. Weil, wie gesagt, deckt kaum. Und ich lege hier die Farbe auch richtig schön dick drauf. Das ist eh Latte, weil das hier eh nur Sand und Kork ist. Und auch hier noch mal ein bisschen was. Ein bisschen die Kanten, ne? Und nach dem Trocknen werde ich hier noch mal weitermachen, weil je mehr ich jetzt einfach reinmische, das will ich jetzt erstmal trocknen lassen und dann noch mal eine Schicht drüber machen. Dann deckt das auch ein bisschen schöner. So, aber fürs Erste ist jetzt schon mal okay. Ja, dann lassen wir die ganze Chose auch erstmal schön durchtrocknen. So, was ich jetzt noch machen möchte, ist das Gitter zu malen. Dafür nehme ich einen relativ feinen Pinsel. Ich habe hier einen Nuller. Das ist, würde ich jetzt mal sagen, der schwierigste Schritt des ganzen Malvorgangs. Beziehungsweise damit meine ich, dass wenn wir jetzt hier Fehler machen, dass das dann noch ein bisschen aufwendiger ist als sonst wieder rückgängig zu machen. Und zwar malen wir jetzt dieses Gitter einfach auf das Visier drauf. Ihr könnt dafür natürlich unterschiedliche Arten nehmen, also was weiß ich, einen nur oder drei oder zwei oder irgendwie verschieden mischen. Ich mache es jetzt hier so, dass ich zwei vertikal und zwei horizontal male. Und dazu mache ich mir erstmal hier unten eine kleine, so ungefähr in der Mitte, kleine Punkte hin, als kleine Stützen und oben halt auch, wo ich hin möchte. So ungefähr den gleichen Abstand haben. Und jetzt verbinde ich diese Linien erstmal mit einem dünnen Strich. Ja. So. Ja, das sieht jetzt natürlich erstmal ein bisschen ungenau aus und passt noch nicht so richtig. Aber das ist auch gar nicht schlimm. Wir haben deswegen dünne Striche gemalt, weil die dünnen können wir jetzt easy verbreitern, indem wir einfach den ein bisschen mit ein bisschen mehr Farbe nachmalen. Jetzt guckt mir da gerade ein Härchen aus dem Pinsel. So, was ich jetzt empfehle, ist das ganze Modell mal auf den Kopf zu stellen. Da kommen wir nämlich auch easy peasy an die Stellen dran, an die wir eben nicht so gut dran gekommen sind. Ne? Und das ist genau wie beim Kochen. Bei Salz lieber erst zu wenig und dann zu viel. Beziehungsweise lieber erst zu wenig und dann genau richtig. Also, was ich damit sagen möchte, ist langsam rantasten, sich Zeit nehmen, sich nicht stressen lassen. Das gefällt mir noch nicht so ganz. Noch ein bisschen zu wackelig.
Könnt auch mit dem Kopf ein bisschen näher ans Modell rangehen. Bewusst den Pinsel langsamer führen. So. Schauen wir mal. Und die gleiche Chose wiederholen wir jetzt mit den horizontalen Gittern. Das heißt, wir gucken uns erst an, wo möchten wir es hinsetzen. Hier. Und hier unten noch rein. Verbinden. Und jetzt breiter werden. Und ungefähr darauf achten, dass alle Linien gleich dick sind. Beziehungsweise zumindest die beiden horizontalen gleich dick und die beiden vertikalen gleich dick. So. Wo kleine Ecken und Kanten haben, versuchen die auszuarbeiten. Zu glätten, die Linie. Und dann die andere Linie dran anzugleichen. Ein bisschen zurücknehmen und dann sieht man auch nämlich, wenn man ein bisschen Abstand nimmt, wo noch ein bisschen was verändert werden kann. Verzeihung. Und zwar die untere mache ich jetzt noch ein bisschen dicker. Solltet ihr jetzt mit dem Schwarz irgendwo hinmalen, wo ihr nicht hin möchtet, lasst ihr es trocknen, übermalt dann diese Stelle mit Weiß, lässt es wieder trocknen, lasst es wieder trocknen und dann noch mal Weiß drüber und dann halt noch mal Gelb, bis man es wieder alles gleichmäßig hat. Ja, und deswegen sage ich, das ist relativ aufwendig, deswegen nehmt euch lieber die Zeit, macht es langsam. Dann erspart ihr euch nämlich diesen Ausbesserungsschritt. Ist immer ein bisschen nervig. Aber wie gesagt, wenn ihr sowas übt, einfach gerade Linien zu ziehen, dann passt das schon. Ne? Also auch Stabilität in den Händen gewinnen ist immer gut. Hand auflegen, am besten auch noch diese Hand an diese Hand anlegen, dass man wirklich ganz ruhig ist. So. Ist noch nicht super perfekt, aber ich denke, fürs Erste passt das.
ins Blut auswaschen. Wo wir gerade schon wieder hier sitzen, mache ich auch noch mal die Base ein bisschen heller, die auch jetzt noch nicht ganz ausgetrocknet ist, aber fast. Ja, mische ich wieder ein bisschen Blau in mein Neongelb. Dieses Neongelb hat irgendwie so ein bisschen ein anderes Trocknungsverhalten als, oder irgendwie einen anderen, sieht ein bisschen anders aus. Wenn es getrocknet ist, finde ich, verhält sich ein bisschen anders beim Malen als andere Standard-Acrylfarben. Aber nichtsdestotrotz tun wir einfach so, als wäre es eine ganz normale. Jetzt hier wieder das Pure rein. Und diesen Schritt wiederholen wir einfach immer nebenbei so ein bisschen mehr, wenn wir eher am Modell herumvorwerken. Bis es hell genug ist, ne? Hinten wieder, ne? So. Hier vielleicht noch ein bisschen mehr. Wie gesagt, ein bisschen verdünnen. Das Tupfen. Lasse ich es trocknen und dann setze ich nachher nochmal eine Schicht drauf und dann passt das. Ist da was, wo ich jetzt nochmal dabei bin? Mache ich noch kurz den Base-Rand. Dann brauchen wir den am Ende nicht mehr machen. Müssen wir nur darauf achten, dass wir da nicht mehr drüber malen. Weil das Schwarze gerade so schön vor mir liegt. Das ist eigentlich echt so mit der geilste Schritt eigentlich immer, finde ich. Das ist so ein bisschen wie aufräumen. Man sieht das Ergebnis natürlich sofort, ne? So gerade hier, wo diese hellen Farben auf diesen schwarzen Base-Rand treffen, das ist doch wirklich à la Bonheur. Zack.
Und was ich auch noch mal kurz mache, ist mit Dark Sea Blue ein bisschen die Steinplatten unten zu bemalen. Dann kriegt man da noch mal ein bisschen Variation rein. Die Farbe liegt eh bei uns mit dem Schema. Ja, weil oft sieht man irgendwelche... ich bin auch dumm, ey. Meine Güte. Oft sieht man irgendwelche Armeen, die natürlich in sich ein schönes Schema haben, aber man merkt einfach, dass die Leute die Base nicht mitgedacht haben bei der Farbenauswahl und knallen sie dann einfach irgendwie Sand drauf mit brauner Erde und so. Und verstehe ich auch, wenn sozusagen die ganze Sammlung in sich geschlossen aussehen soll. Aber für mich sind sozusagen die Basefarben auch Teil der gesamten Farbkomposition. Ich weiß nicht, ob man unsere Nachbarn hört. Da gehört der laute Ton auch mit dazu. Einfach ein bisschen hier drauf die Base-Ränder, die Quark-Ränder. Bisschen verdünnt, dann kriegt man das besser drauf. So. Ein bisschen Weiß reingemischt. Suche ich mir mal ein paar Stellen raus hier. Hier und da ein bisschen was heller machen. Die Ecke nochmal hier. Zack, 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 zack. So. Das reicht jetzt aber wirklich. Erstmal alles schön durchtrocknen. Und dann kümmern wir uns um den Leuchteffekt. Bis dann. So, guten Tag. Neuer Tag, neues Glück. Ich möchte mich direkt mal im Voraus entschuldigen, falls ich heute ein bisschen am Rumrotzen bin. Die Pollenallergie macht sich so langsam bemerkbar. Nichtsdestotrotz machen wir jetzt weiter und zwar mit unserem Ockerton. Ja. Damit möchten wir zweierlei machen. Einmal schon mal grob den Lichteffekt skizzieren, also quasi das Licht, was auf die Rüstungsteile fällt, und zweitens den gelben Stellen ein bisschen mehr Volumen geben. Jetzt mache ich mir ein bisschen Ocker auf die Palette. Also mit Volumen geben meine ich, dass wir da auch ein bisschen eine dunklere Farbe reinbringen möchten. Damit können wir steuern, in welche Richtung quasi sich das Licht bewegt. Ich zeige euch das einfach, das ist, glaube ich, ein bisschen simpler. Also, damit fangen wir auch direkt mal an. Und zwar hier zum Beispiel beim Container. Möchte ich an den Seiten ein bisschen Ocker reinsetzen, damit das Licht wirklich zum Mittelpunkt hin am hellsten leuchtet. Ne? Da habe ich ein bisschen verdünnt. Und male das jetzt einfach hier so ein bisschen an den Rand.
wenn es ein bisschen zu viel wird, einfach Wasser nehmen und mit dem Wasser die Stellen, wo es zu viel ist, einfach nochmal drüber gehen. Wir hellen es auch gleich nochmal auf. Das heißt, das ist gar nicht schlimm, wenn wir jetzt hier auf Stellen kommen, die eigentlich gar nicht bemalt werden sollen. Also einfach nur so ein bisschen am Rand hier und da. Bei den Dingern hier hinten möchte ich, dass das Licht quasi in der Mitte am hellsten ist. Also ihr könnt euch das so vorstellen, dass hier unter der Rüstung sozusagen eine Lichtquelle liegt und das Licht dann immer schwächer wird, je weiter wir von dieser Hauptquelle wegkommen. Das bedeutet, ich male einfach diese eine Seite hier ein bisschen dunkler und male die eine Seite hier, also die jeweils die Seiten, die am meisten wegliegen von dieser Hauptquelle, auch ein bisschen dunkler. Ähnlich verhält sich das auch hier bei diesen Rillen hier oben. Da male ich die unteren ein bisschen mit diesem Ocker an und auf dieser Seite auch, also sozusagen die äußersten Stellen. Wie gesagt, ihr könnt aber auch zum Beispiel sagen, okay, ich möchte mein hellstes Licht zum Beispiel bei dieser Waffe hier vorne haben. Das möchte ich nämlich auch. Das heißt, ich male quasi die entgegenüberliegende Seite dunkler, ne? So, einfach nur diese Stellen hier, die hier male ich nicht an. Und hier machen wir es genauso. Zack, zack, zack. Hier mache ich gar nichts. Und wenn ihr einfach eine dünnere Konsistenz nehmt, hat das mehrere Vorteile. Erstmal, es läuft einfacher in die Rillen rein. Und zweitens lässt es auch so ein bisschen das Gelb von unten noch durchscheinen. Hier unten bei den Beinen machen wir es auch an den Seiten jeweils. So, und jetzt der zweite Step, das heißt, sagen die Lichteffekte schon mal zu skizzieren. Das funktioniert halt jetzt, wie gesagt, deswegen ganz gut, weil wir drumherum einen relativ dunklen Farbton haben oder relativ dunkle Farbtöne haben. Und mit diesem Gelb schaffen wir es jetzt halt da wirklich, dass es richtig poppt, ne? Dass es richtig herauskommt und die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Kleiner Trick, ist manchmal ein bisschen schwierig so zu gucken, okay, wohin fällt das Licht? Gerade die 40k-Spieler unter euch werden mit True Line of Sight was anfangen können. Und wir möchten quasi einfach eine True Line of Sight sozusagen vom Visier aus ziehen auf die jeweiligen Rüstungsteile. Das heißt, wenn ich mir jetzt das Modell so drehe, dann schaue ich einmal durch den Kopf durch und kann dann gucken, das Licht würde halt hier hinfallen, ne? Also diese Seite, das heißt, hier gehe ich jetzt mit meinem verdünnten Ockerton einfach mal rüber. Hier auch. Es kann sein, dass es sich so ein bisschen so Wasserflecken bilden. Weil, wie gesagt, das ist jetzt ja einfach nur so ein super schnelles OSL. Normalerweise lässt man sich da ein bisschen mehr Zeit, aber wir wollen die Sachen ja auch auf den Tisch kriegen. Und der Effekt ist dennoch ganz okay, finde ich. Also dafür, also Verhältnis, ne? Und auch jetzt hier nochmal, diese Wischtechnik, die ich auch im ersten Tutorial euch schon gezeigt habe. Also ihr malt mit der dünnen Farbe quasi zu dem Licht hin, ja. Das heißt, die Pigmente sammeln sich da, wo ihr dieses Wischen aufhört. Ne, auch hier einfach in die Richtung des Lichtes malen. Und zerdenkt es einfach nicht, ne? Macht einfach mal, guckt es euch an. Das ist normal, wenn es beim ersten Mal nicht klappt, aber wie gesagt, einfach weitermachen. Vielleicht euch sogar so ein kleines Projekt, was weiß ich, so eine kleine Warband oder so, 10 Figuren, 20 Figuren für die entsprechenden Spiele. Einfach mal sagen, okay, ich möchte das mal ausprobieren. Und es ist ganz normal, dass es bei den ersten Versuchen nicht so gut wird und im Laufe der Zeit automatisch besser wird, ne? Und einfach den Spaß beim Malen nicht vergessen. Und wenn ihr merkt, es ist nichts für euch, dann lasst es einfach und konzentriert euch lieber auf die Sachen, die euch mehr Spaß machen.
Das heißt, so werdet ihr auch einfach auf einmal dann ganz einfach euren eigenen Stil entwickeln. Das kommt dann alles ganz von alleine. Auch hier, ne, ziehe ich wieder die Sichtlinie quasi von dem Visier hier drauf und sehe dann, dass hier so ein bisschen Farbe hin muss. Und mit diesem Ockerton haben wir auch einen dunkleren Ton als das Gelb selber. Das heißt, man erkennt schon, dass das Licht so ein bisschen sich abschwächt. Wenn ihr, das mache ich dann auch ganz gerne, also es trocknet ja dann auch im Verlauf des Malens, dann könnt ihr eine zweite Schicht ein bisschen näher dran malen hier an die Lichtquelle selber. Das heißt, da wird dann der Lichteffekt auch einfach ein bisschen stärker und vor allem nicht alles dann quasi nochmal verstärken, sondern wirklich nur die Stellen, die ein bisschen näher dran liegen an der Lichtquelle. Auch ganz gut kommt es halt so bei Ecken und Kanten, also so ein bisschen wie, als wenn ihr normal akzentuieren würdet. Ihr möchtet aber auf jeden Fall verdünnte Farbe haben und nicht zu dick werden, weil wenn ihr zu dick werdet, besteht die Gefahr, dass am Ende nur noch dieses Ocker zu sehen ist und die Rüstungsfarbe unten drunter nicht mehr. Und wie gesagt, das ist auch nur der erste Sketch hier, auch wenn es jetzt ein bisschen komisch aussieht. Es wird nicht so bleiben. Hier zum Beispiel setze ich nochmal ein bisschen was drauf. Hier auch. Die Base machen wir nicht, die haben wir ja quasi schon mit diesem Neongelb zum Leuchten gebracht. Und dann geht er einfach von Lichtquelle zu Lichtquelle. Ich fange gerne mit dem Visier an, weil das ja auch das, der zentrale Blickfang ist quasi des ganzen Modells. Und lasst euch hier auch ruhig Zeit. Ja. Weil der Rest des Modells ist ja relativ simpel und das ist jetzt wirklich hier der Hingucker, dieser Lichteffekt. Das heißt, da sollten dann auch automatisch die meisten Details mit drin sein. Und wie ihr seht, nehme ich auch einen relativ großen Pinsel. Ja, also so viel jetzt fürs Visier. Hier nochmal vielleicht ein bisschen was rein. Mal hier, das hier können wir vielleicht auch noch zum Leuchten bringen. Das ist vielleicht ganz okay. Diese kleinen drei Rillen. So. Jetzt nehmen wir uns einfach eine andere Lichtquelle. Ja, zum Beispiel die hier. Diesen Fitzel hier, glaube ich, das ist auch ganz cool, wenn der noch leuchtet. Deswegen nehme ich den jetzt einfach mal mit. Auch wenn ich den jetzt nicht weiß nachgrundiere. Ist egal. Ja, bei so kleinen Fitzeln. Ist natürlich immer schöner, wenn man eine weiße Grundierung drauf hat, weil es dann einfach mehr poppt. Aber bei so kleinen Sachen ist das auch egal. Auch hier, ne, so ein bisschen drumherum. Das ist natürlich immer so ein bisschen, wenn ich jetzt mit verdünnter Farbe arbeite, läuft es natürlich in die Rillen. Und in den Rillen sitzt natürlich normalerweise nicht so wirklich das Licht. Das spielt aber für diesen schnellen Effekt wirklich keine Rolle. Ist ja sowieso, also Figuren malen, da geht es ja viel um Effekthascherei quasi, ne? Dass man versucht, bestimmte Effekte einfach zu capturen, hinzukriegen. Hier oben drauf auch. Natürlich könnte ich jetzt auch hingehen und richtig schönes OSL machen. Ne? Also sozusagen diese Grundfarbe, dieses Tinbits mit meiner Ockerfarbe jetzt mischen teilweise und dann wirklich Step by Step. Aber ich möchte euch ja zeigen, wie ihr das relativ schnell hinkriegt. Ohne euch da jetzt zu viel stressen zu müssen. Und einfach nur schnell die Idee quasi hinzukriegen. Wie gesagt, detaillierter könnte am Ende immer noch werden, wenn ihr das möchtet, für bestimmte Charaktermodelle oder Vitrinenmodelle oder wie auch immer. Hier geht es jetzt erstmal nur darum, relativ zügig die Idee zu Papier zu bringen, hätte ich fast gesagt, aber aufs Modell zu bringen.
bisschen. Und ist klar natürlich, wenn ich jetzt hier das Licht habe, dass es natürlich nah am Licht, nah an der Lichtquelle ein bisschen heller ist. Das heißt, da kann ich dann auch einfach mal ein bisschen mehr Farbe reinmischen. Das verstärkt dann automatisch die Farbe, die Deckkraft. Und auch hier, ne, immer halt zu dem Licht hin. Bei diesen Schläuchen hier könnte auch so. Das Schöne ist jetzt auch, dass dadurch, dass wir das jetzt schwarz grundiert haben, wird es auch noch mal ein bisschen dunkler. Das heißt, ihr könnt dann nach dem Trocknen auch noch mal hingehen und wirklich dann noch mal die Stellen, die näher dran sind, noch mal eine Schicht drüber setzen, ne? Also näher dran an der Lichtquelle. Dann kriegt ihr ganz schnell diesen Effekt hin, dass es so ein bisschen so aussieht, als würde es leuchten. Hier vorne natürlich. Oben, ne? Hier hinten müsste es ja auch noch mal ein bisschen von der Lichtquelle aus gesehen. Und je nachdem, wie weit ihr sozusagen mit diesem Lichteffekt geht, desto mehr könnt ihr quasi auch steuern, wie stark das Licht sein soll. Ne? Ihr könnt natürlich auch einfach nur so ein leichtes Glühen machen. Das ist vielleicht auch ganz cool in manchen Situationen. Dass ihr nur so einen kleinen Glow-Effekt habt. Ihr könnt aber auch full-on gehen und das halbe Modell quasi in dieser Leuchtfarbe bemalen. Je nachdem, was ihr machen möchtet. Probiert einfach mal ein bisschen aus, habt Spaß dabei. Wie gesagt, stresst euch nicht zu sehr. Das ist sowieso keine gute Idee. Ganz generell. Ja, und hier die Ecken und Kanten noch mal ein bisschen stärker machen. Es ist natürlich auch so, dass man sich jetzt Gedanken machen kann, okay, was für ein Material bemalen wir, wie stark wirft dieses bestimmte Material das Licht zurück. Das haben wir natürlich bei Metallflächen. In der Regel ist es dann ja so, dass die ein bisschen stärker reflexiv sind. Das heißt, da könnt ihr den Effekt dann auch ein bisschen verstärken. Aber das sind jetzt Sachen, da mache ich mir jetzt nicht großartig den Kopf, sondern bringe einfach nur diese Leuchtskizze hier einfach mal drauf. Es ist ja auch quasi das, was wir machen, ne? Eine Skizze halt mit einem relativ großen Pinsel. Und einfach nur, um die Idee schnell drauf zu kriegen. Ansonsten, wie gesagt, Google Search oder einfach eine Bildersuche im Internet mal machen. Sich ein bisschen die Sachen angucken, wie das Licht fällt. Was es da für verschiedene Sachen gibt, die man umsetzen kann. Einfach ausprobieren. Mit den Farben variieren auch, ne? Hier zum Beispiel habe ich noch nichts drauf gemacht, da setze ich jetzt auch nochmal was drauf. So, und ihr seht dann auch schon, ne, also dieser Effekt von den Metallfarben, der ist hier schon fast überdeckt. Das ist sogar fast schon ein bisschen zu viel Farbe. Aber lassen Sie es einfach mal so. Jetzt nehme ich noch das Gelb, dieses schöne Sonnengelb, mische das ein bisschen in die Ockerfarbe mit rein, verdünne es auch wieder ein bisschen und mach die gleiche Chose jetzt nochmal an den Stellen, die wirklich nah an den Lichtquellen liegen. Und auch wieder dieses Wischen, ne, zur Lichtquelle hin. Ihr merkt schon, ich wiederhole mich.
Ecken und Kanten vor allem auch mitnehmen. Und wirklich nicht alles bemalen. Also selbst wenn ihr jetzt hier so eine Fläche habt, die schon ocker ist, dann einfach mal so ein bisschen in der Mitte dieser Fläche. Diese Rillen hier kann man auch noch mal von der Innenseite werden die ja quasi beleuchtet, ein bisschen nachziehen. Zack, zack, zack. Und ich finde es manchmal auch ein bisschen, oder am Anfang fand ich es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass man wirklich nicht alles akzentuiert, aber macht das mal ganz bewusst, dass ihr sagt, okay, manche Stellen lasse ich dunkler, andere erhelle ich noch ein bisschen auf, dann wirkt das alles auch nochmal ein bisschen plastischer. Weil wenn ich jetzt hier unten nochmal irgendwie gelb drauf machen würde, dann kriegt ihr diesen Lichteffekt halt nicht hin, ne? Ach, komm her. So, die anderen Effekte auch nochmal. Vielleicht nicht ganz so stark, da ja, wie gesagt, der Fokus vorne drauf liegen soll. Aber dass man, dass die auch ein bisschen leuchten, ne? Hier drauf. Diesen Mechanikus-Symbol. Gucken wir nochmal. Dadurch, dass sie halt auch in diesen dünnen Washes oder Lasuren arbeitet, wie man das auch immer nennen möchte. Es ist auch alles nicht so wild, wenn man jetzt mal wirklich einen Fehler macht. Ne? Weil es dann ja auch schnell, wenn es trocken ist, wieder die Farbe von drunter durchscheinen lässt. Also ich brauche noch mal ein bisschen mehr Gelb auf die Palette. Vorne der Dingen wollte ich auch Gelb machen. Male ich jetzt einfach. Hier in die Vertiefung auch noch mal ein bisschen, einfach mit verdünnter Farbe. Zack, zack. Die leuchten natürlich auch noch mal ein bisschen stärker. Na, und wie gesagt, auch diese Möglichkeit, mit so einem bisschen runtergerockteren Pinsel, diesen einfach nicht immer denken, okay, das ist ein Nachteil, sondern wirklich das sich selber zum Vorteil nutzen. Einfach so ein bisschen tupfen mit diesen zerfransten Dingern, da bekommt ihr nämlich diese unregelmäßigen Oberflächenstrukturen, was immer ganz nett aussieht. Zumal wir ja auch diese Sandy Paste draufgelegt haben, das heißt, das Modell ist ja eh so ein bisschen uneben. Und ihr merkt jetzt auch hier, wie ich hier ein bisschen feiner werde mit dem puren Gelb. Und hier so ein bisschen die Umrandung tupfe einfach. Auch hier die Kanten nochmal. Ja. Nochmal diese Rillen. Und dann kriegt ihr wirklich schnell einen Licht- oder Leuchteffekt hin. Ihr müsst es auch nicht mit Gelb machen, ne? Ihr könnt auch einfach eine andere Farbe nehmen, wenn ihr jetzt lieber habt, okay, oder sagt, okay, ich möchte es lieber in Grün haben oder in Blau oder in Rosa oder wonach euch es steht. Dann lässt sich das natürlich auch ganz einfach auf die anderen Farben übertragen. Müsst ihr halt nur zusehen, dass er da irgendwie vernünftig passende Farbtöne hin, euch aussucht. Ja, immer schön kräftige Sachen für die Lichter. Wirklich keine Angst vor der Farbe haben.
einfach mal neue Sachen ausprobieren und ihr werdet dann auch sehen, dass das durchaus auch Spaß machen kann, sich einfach mal aus der Komfortzone rauszubewegen und neue Sachen dazuzulernen. Auch wenn es nicht immer sofort beim ersten Mal funktioniert, kann das dann doch schon relativ befreiend sein, zu sehen, was es alles noch gibt, ne? Und was man alles noch machen kann. Und dadurch, dass dieses Dark Sea Blue, wie gesagt, auch so einen leichten Blaueffekt hat, und wir das jetzt hier drüber waschen, haben wir automatisch so leicht grünlichen Effekt, den wir ja auch unten auf der Base haben, durch dieses Neongrün. So. Wie gesagt, an diesem Schritt, da kann man wirklich sich die Zeit auch einfach nehmen, je nachdem, wie detailliert ihr das haben möchtet. Na, und dann einfach nochmal, selbst wenn die Farbe genauso dünn bleibt und ihr geht mehrmals drüber, wird sie dann ja an diesen jeweiligen Stellen sowieso nochmal kräftiger. Ihr seht schon, ich bin auch nicht so genau. Aber das muss auch gar nicht sein. So. Pinsel auswaschen. Jetzt nehme ich mir tatsächlich nochmal einen feineren Pinsel und mische ein bisschen Weiß mit ins Gelb. Was nehmen wir denn mal? Ich glaube, das ist ein Zweier. Ich male sowieso ganz gerne immer mit Zweiern. Außer jetzt vielleicht bei Augen oder so, ne? Also Gelb auf die Palette. Oh, das Weiß ist schon trocken, das heißt, ich muss auch noch mal einen kleinen Flap Weiß mit drauf machen. Daneben. Und mische jetzt so ein bisschen Weiß ins Gelb rein. Aber auch wieder eine relativ dünne Mischung. Und jetzt konzentriere ich mich wirklich auf die Stellen, die in der Nähe der Lichtquellen liegen. Und mal ist es jetzt auch nicht einfach so, sondern wirklich einfach nur so ein bisschen tupfen, hier und da mal so einen kleinen Punkt. Na, hier nochmal die Vertiefung, die wir auch leuchtend haben wollten. Hier so die ein paar Punkte einfach setzen. Hier auch einfach mal so einen Punkt drauf. Das reicht dann schon. Hier in so eine Mitte noch mal ein bisschen. Und auch hier wieder, wenn ihr merkt, ihr werdet zu hell und es sieht am Ende gar nicht mehr so richtig nach Gelb aus oder nicht mehr, trifft nicht mehr den Farbton, den ihr eigentlich haben möchtet, nach dem Trocknen einfach noch mal verdünntes Gelb drüber, das regelt das dann schon, ne? Das schweißt nochmal sozusagen die Farbtöne zusammen, die ihr habt, und bringt euch halt das Gelb wieder zurück, das ihr möchtet. Natürlich auch, weil der Untergrund halt wieder hell ist, ne? Also wenn ihr zu hell geworden seid, dann auf diesen Untergrund einfach das Wash auftragen und dann strahlt das Gelb wieder richtig schön. Hier auch noch mal so ein bisschen den Drill. So ein paar Punkte setzen. Das ist quasi so, als ob ihr mit dem Zeigefinger drauf zeigt, so dass da der Betrachter hingucken soll. Und wenn gleich die Neonfarbe noch mit ins Spiel kommt, dann fühlt sich das wirklich teilweise so ein bisschen so an, als würde man mit Textmarker malen. Also wirklich sich die wichtigen Stellen raussucht oder zumindest die Stellen, auf die man selber quasi betonen möchte, die wichtig sein sollen. Und ich finde dieses Bild eigentlich ganz passend mit dem Textmarker.
Zumal ja auch die Farbtöne in eine ähnliche Richtung gehen. Auch hier noch mal ein bisschen, aber wie gesagt ein bisschen weniger. Hier auch mal so die Ecken und Kanten so ein bisschen. Das reicht dann schon vollkommen aus. So, hier nochmal. So. Ich zeige euch nochmal. Jetzt sind wir an dem Schritt. Und jetzt möchten wir aber nochmal über unsere Leuchtflächen selber nochmal drüber gehen. Das heißt, da setze ich jetzt auch noch ein paar Akzente. Erstmal gehe ich mit Gelb wieder, mit dem puren Gelb nochmal drüber. Da, wo ich eben vielleicht daneben gemalt habe, ja, da gehe ich jetzt einfach nochmal hier richtig schön. Also mit dem Ocker daneben gemalt habe, gehe ich einfach nochmal rüber. In diesem Schritt, da ihr jetzt ja eh schon das dünne Gelb habt, könnt ihr auch nochmal, hier gehe ich in die Mitte, auch nochmal, wenn ihr jetzt zu hell geworden seid, eben in dem letzten Schritt, einfach da nochmal rüber gehen, ne? Einfach nochmal dünn so einen kleinen Wash reinsetzen. Da, wo euch das Gelb noch nicht kräftig genug ist. Ja. Vorne der Teil wollte ich auch noch gelb machen. Doch hier jetzt seht ihr, das sind relativ harsche Übergänge. Da gehe ich jetzt einfach nochmal mit Gelb rüber. Und male jetzt wirklich die Stellen an, die wirklich krass leuchten sollen. Vorne zum Beispiel. Und das, was wir jetzt machen, ist eigentlich auch nur so ein Undercoat für die Neonfarbe, die nachher kommt. Weil die Neonfarbe malen wir auch noch. So, Verzeihung bitte. Der Akku hat mich gerade im Stich gelassen. Schnell gewechselt. Weiter geht's. Also, was ich sagen wollte, ist, dass wir ja nachher eh nochmal das Neongelb drüber malen. Das heißt, was wir jetzt hier machen, ist sowieso nur so eine Skizze. Also nur eine Untermalung sozusagen. Weil wenn ihr das Neongelb direkt drauf malen würdet, habe ich auch schon probiert auf einfach auf Weiß oder so, hat mir das immer nicht so gut gefallen. Deswegen mit diesem gelben Untergrund, finde ich persönlich, wirkt es dann doch nochmal irgendwie ein bisschen schöner. Ne, da kann man natürlich aber auch ein bisschen dann wieder rumspielen, je nachdem welchen Untergrund man malt und welche Neonfarbe man drüber malt. Man muss auch gar nicht die Neonfarbe machen. Ich mache das jetzt nur, weil ich die Farbe da hatte und ich es immer ganz schön finde, wenn man Farben sich gekauft hat, dass man die dann auch benutzt und einfach ausprobiert, ne? Weil es gibt ja eigentlich nichts Schlimmeres als Farben, die einfach nur rumstehen und man benutzt sie nicht. Die nehmen dann auch nur Platz weg. Ne? Hier male ich jetzt einfach nur diesen inneren Teil, ein bisschen Gelb wieder. Ich brauche auch noch ein bisschen Gelb auf der Palette, mache ich mir noch ein bisschen was drauf. Wo waren wir hier? Ne, bei diesem Tank oder was auch immer das ist. So. Wie ihr schon seht, obwohl wir das alles relativ zügig hingekriegt haben, und das Video ist natürlich relativ lange geht, aber
Von der Idee her, wenn ich das jetzt nicht kommentieren würde, würde es natürlich auch ein bisschen schneller gehen. Wenn die Kamera nicht an wäre, würde das wahrscheinlich echt nochmal ein bisschen zügiger gehen. Aber dieser Lichteffekt, der kommt jetzt langsam zur Geltung. Also hier male ich die oberen nochmal. Vorne das. Ja. Und hier reicht es mir noch nicht ganz. Da kann man auch mal mit dickerer Farbe dann einfach nochmal rüber gehen. Einfach so ein bisschen tupfen. Dann habt ihr nochmal so, ja, keine Ahnung, so Partikel oder irgendwas. Ja, dann sieht das alles ein bisschen lebendiger aus. Und nicht so technisch, maschinell oder wie auch immer. Ein bisschen Struktur reinbringt. So, und jetzt nehme ich mir noch ein bisschen Weiß mit rein. Weiß ich nicht, 50-50 ungefähr. Jetzt hier so ein, würde man sagen, Zitronengelb quasi. Und mal damit jetzt wirklich die Flächen an, wo das Licht wirklich stark herkommen soll. Ja? Also dann zum Beispiel auch bei diesem Visier hier in der Mitte. Ich lasse an den Rändern ein bisschen gelb. Man hätte es auch anders machen können. Man hätte auch, bevor man das Gitter drauf malt, das schon machen können und dann das Gitter drauf malen. Ich finde so allerdings, gefällt es mir ganz gut, dass ich hier jetzt in der Mitte diese Weiß-Gelb-Mischung nochmal auftrage. So, versucht nicht auf die schwarzen Stellen zu kommen. Wenn ihr doch drauf kommt, ist das überhaupt kein Problem, da man die auch relativ easy nachmalen kann. Und schwarz deckt bekanntlich ja auch ganz gut auf gelb oder so. Und ihr könnt hier ruhig richtig in die Vollen gehen und die hellste Stufe wirklich komplett pures Weiß. Also für die letzte Stufe komplettes pures Weiß benutzen. Da wir ja, wie gesagt, am Ende eh nochmal dieses Neongelb drauflegen. Ne? Und hier wirklich nur in die Mitte. Dass wir jetzt hier die Rillen dazwischen auch komplett immer übermalt haben, ist kein Ding. Die ziehen wir nachher auch nochmal schwarz nach. Das heißt, da haben wir auch nochmal einen schönen Kontrast, Helligkeitskontrast. Dann poppt es halt nochmal mehr. Ne? Auch hier jetzt nur die vorderen. Das heißt, wir haben dann auch hier nochmal einen Übergang von hell zu dunkel. Das heißt, das Licht sitzt dann wirklich vorne. So, zack. Hier machen wir das hellste Licht nach oben. Vorne machen wir einfach so an. Mit diesem Tank auch wieder in der Mitte. Oh Gott, das muss ich gleich niesen. Entschuldigung. Ja. Oh Gott. Ja, das sind die Pollen. Und auch wenn ihr hier mit verdünnter Farbe arbeitet, ist das ganz gut, weil, wie gesagt, die Farbe läuft halt gut in die Rillen rein, die wir beleuchten möchten. Und ihr könnt euch dann sukzessive noch rantasten, immer nochmal eine Schicht drüber legen, wenn es noch nicht guckt. Hier zum Beispiel ist es jetzt auch schon wieder viel dunkler ausgetrocknet, das heißt, da gehe ich jetzt nochmal ein bisschen, nehme ich mir nochmal ein bisschen mehr Weiß mit ins Gelb rein und gehe hier nochmal in die, mal es nochmal nach mit einer nächsten Schicht. Na, jetzt bin ich so schwarz gekommen, das ist genau das, was ich eben gesagt habe, was man vermeiden sollte, aber wie gesagt, alles halb so wild. Und ihr könnt auch, wie gesagt, jetzt habe ich schon fast pures Weiß drauf. Mache ich einfach so ein paar Punkte noch in der Mitte. Auch hier, ja, einfach die Mitte nochmal ein bisschen bemalen, das heißt, hier habt ihr dann das Hellste. Hier bei dem Tank nochmal. Ich habe es ganz bewusst so gemacht, dass wir erst den Lichteffekt malen und danach also ruhig unsauber malen können, so ein bisschen auch was anmalen, was wir eigentlich nicht anmalen wollen. Da wir, wie gesagt, nachher mit dem Schwarz nochmal drüber malen und das deckt halt einfach ganz gut. Ne? Auch hier wieder
zur hellsten Stelle hin, also bei dem Ding hier nur die Seite. Einfach so ein bisschen reinsetzen. Das verteilt sich dann schon von alleine. Und auch hier, ne, die andere Stelle. Und wenn ihr merkt, okay, ihr wollt hier nochmal ein paar Lichter setzen, einfach nochmal die Gelegenheit nutzen. Die Farbe ist ja nun mal eh schon auf dem Pinsel. Ja, und jetzt bin ich schon wirklich fast beim puren Weiß. Nochmal ein bisschen dünner. Auch hier hinten bei den, seht ihr das? Bei den Beinen einfach nur ein bisschen was in der Mitte setzen. Zack, zack. Und ihr seht dann auch schon ein bisschen dieses Leuchten. Wie gesagt, die hellsten, einfach pures Weiß. Wenn aber wirklich nur das ganz punktuell einsetzen, dieses pure Weiß. Ach, da ist gar nichts. So kleine Punkte setzen und die machen dann aber auch wirklich den Unterschied. Ne? Also wenn ihr euch die Zeit nehmt, hier nochmal diese kleinen Details zu malen, zahlt sich das am Ende aus. Das macht dann wirklich einen riesen Unterschied. Auch hier kann man nochmal so die ein paar Lichter setzen. Je nachdem, probiert es einfach aus. Ihr könnt es hin und her schieben. Ne? Also wenn es euch zu hell ist, macht da nochmal ein bisschen gelben Wash drüber. Wenn es euch zu dunkel ist, einfach nochmal eine Schicht von der leuchtenden Farbe drüber. Ne? Also dieses Hin- und Herschieben von Licht und Schatten, das ist ja eigentlich das, was dann auch bei Vitrinenminiaturen mit am längsten dauert. Und ihr merkt, ich werde auch schon so ein bisschen langsamer, versuche jetzt hier so ein bisschen die Details zu setzen. Ne? Und dadurch, dass ich jetzt auch hier mehr Details setze als im Rest des Modells, ist dieser Kontrast von detailliert zu nicht detailliert auch nochmal eine andere Komponente nochmal. Und wird dadurch nochmal ein bisschen größer. So. Und hier vorne der Zipfel. Das könnt ihr dann zum Beispiel auch, wenn ihr Space Marines malt oder einen Plasmawerfer oder so, diesen Lichteffekt auch auf diese Plasmaröhren da vorne draufsetzen, dass ihr dann nicht alles in einer hellen Farbe malt, sondern an den Ecken vielleicht ein bisschen dunkler oder das, also ihr könnt dann sozusagen kontrollieren, wo wirklich die hellste Stelle ist und dann da noch so ein bisschen Volumen mit reinkriegen. Probiert einfach aus. Und da, wo es am hellsten ist. Wie gesagt, das muss auch alles nicht perfekt sein. So, aber dabei möchte ich jetzt auch erstmal belassen. Na, hier vielleicht nochmal. Es ist ein Classic jedes Mal, wenn ich das sage, male ich noch weiter. Naja, man entdeckt immer noch ein bisschen was. Na gut, aber. So, Schluss jetzt. So. Das lassen wir jetzt schön durchtrocknen und dann setzen wir nachher das Neongelb drauf und ganz zum Schluss schauen wir nochmal, wo wir noch ein paar Schatten hinsetzen können, also wirklich dunkle Schatten, da wir dadurch dann den Hell-Dunkel-Kontrast nochmal erhöhen und dadurch das Licht dann wirklich noch ein bisschen mehr poppt. Das gucken wir uns dann aber am Ende nochmal an. Ja, also wirklich die Stellen, wo die jetzt schon im Schatten liegen, kann man dann noch mal ein bisschen weiter runterziehen mit Schwarz, mit einem schönen Ink. So,
weit dazu. Bis dann. So, da sind wir wieder. Die Farben sind jetzt soweit durchgetrocknet. Jetzt kommen wir zu dem Neongelb. Ja. Das packe ich mir auf die Palette drauf. Nehmen wir jetzt einen Pinsel. Muss auch nicht der beste sein, wie ihr seht. Verdünnen wir die ganze Chose ein bisschen mit Wasser. Und gehe jetzt einfach über die Stellen, die wir eben schon gelb gemalt haben, nochmal rüber. Möchte aber bei dem Licht, was auf die Rüstung fällt, wirklich nur, hier kann ich jetzt auch über das Schwarz rüber gehen, das ziehen wir nachher nochmal nach, wirklich nur die Stellen, die wirklich ganz nah dran sind. Ja. Also generell eure Leuchtflächen anpinseln und die Stellen, die ganz nah dran sind. Wenn ihr merkt, dass es nicht deckt, nehmt einfach ein bisschen dickere Farbe und verreibt die dann so ein bisschen. Und wie gesagt, diese Neonfarbe, die verhält sich auch anders als Standardacrylfarbe. Ich kann euch sogar gar nicht so richtig genau sagen, wie anders. Das müsst ihr einfach mal ausprobieren. Bisschen schwieriger zu mischen, finde ich teilweise. Und wenn man sie zu dünn malt, geht die auch deutlich ins Grünliche. Was jetzt hier bei unserem Projekt nicht besonders schlimm ist, da wir ja auch Grüntöne schon mit drin haben unten. Ja, und wir können hier sowohl über dieses Ocker gehen, was wir mit reingemalt haben, als auch über das Weiß und das normale Gelb. Hier nehme ich auch nochmal so ein bisschen was mit. Einfach nur so ein bisschen was draufsetzen. Die Kanten könnt ihr auch ein bisschen machen. Hier vorne auch wieder die Ausnahme der Regel, da wir hier wirklich den Fokus drauf haben wollen. Das heißt, da könnt ihr auch dann mal ein paar Stellen malen, die ein bisschen weiter ab vom Schuss liegen quasi. Hinten noch diese Einkerbungen hier. Die Spitze und noch hier die Dinger. Und wenn ihr merkt, dass es euch noch nicht genug Neon, könnt ihr auch einfach eine Schicht trocknen lassen und dann noch mal eine zweite drüber machen, dass es dann richtig rauspoppt. Richtig strahlt, ne? Also wirklich den Kontrast hier ins Maximum bringen. Ja, sowohl der Kontrast der Helligkeit als auch der Kontrast der Saturierung. Ne? Dadurch, dass wir auch diese Washes auf die anderen Stellen gelegt haben, sind die so ein bisschen matt. Hier seht ihr zum Beispiel, was ein bisschen besonders ist bei dieser Farbe. Wenn die austrocknet, dann hinterlässt die irgendwie so einen komischen Rand. Wenn das passiert, einfach Wasser nehmen, die ganze Sache ein bisschen mehr verreiben. Und hoffen, dass das alles gut geht. Na, oder auch hier. Das ist schon ein bisschen strange, aber naja. So. Jetzt nehmen wir uns nochmal das Nullenöl und setzen nochmal ein paar Schatten, um diesen Kontrast wirklich nochmal so richtig hart zu pushen.
Das mache ich mir nicht auf die Nasspalette, weil sonst trocknet das direkt weg, direkt aus dem Pöttchen. Ja, und jetzt suchen wir uns hier nochmal Stellen raus, wo wirklich kein Licht ist. Hier unten zum Beispiel. Und hauen das einfach drüber, ohne viel nachzudenken. Ja, hier zum Beispiel auch. Auf die rötlichen Metallstellen würde ich nicht gehen, da ihr die lieber mit Agax machen möchtet. Oder ich zumindest. Ja, aber ansonsten haben wir ja sowieso überall schon diesen Nullen Oil Wash drauf. Deswegen passt das schon. Ja, auch hier unten zum Beispiel. Da wo Licht und Schatten dann wieder nahe liegen, da poppt dann halt nochmal so richtig. Und wie gesagt, sowohl hier als auch in dem Step mit dem Licht könnt ihr euch dann wirklich Zeit lassen. Ich mache es jetzt hier so ein bisschen skizzenhafter. Und dann wirklich die Lichter hin und her pushen, bis es einigermaßen passt. Und so könnt ihr halt auch nochmal ein bisschen dran rumjustieren. Und schauen, was besser aussieht. So. Das gleiche mache ich jetzt nochmal für den Bohrer mit Agrax, wie ich eben schon gesagt habe. Einfach hier unten ein bisschen, ja. Vielleicht auch nochmal ein bisschen was. Auch nochmal so, ne? Also wenn das so komisch ausgetrocknet ist, einfach nochmal hiermit versuchen, nochmal so rüber zu gehen, die Farben zusammenzuschmelzen. So, der letzte Schritt, den ich machen möchte, ist, ach, das war schon wieder eine Lüge, das ist gar nicht der letzte Schritt. Hier nochmal das Neongelb, mische nochmal ein bisschen was von dem Royal Blue rein und möchte nochmal ein paar Akzente auf der Base setzen. Einfach so ein bisschen was reintupfen, da wo es am hellsten ist, ne? So. Ihr könnt auch diesen Schritt fürs Nullen Oil nochmal mit der Base machen. Die entsprechenden Stellen, ich glaube, das mache ich auch nochmal kurz, um euch das nochmal zu zeigen. Auch nochmal dunklere Stellen abdunkeln. Ja, auch Agrax drauf, hier unten zum Beispiel. Da, wo die Sonne nicht scheint. Hier und da. Ein bisschen Variation noch reinbringen. Die Nachbarn sind auch wieder in Hochform. Schreien sich der Schönheit zurecht. Aber das soll uns hier nicht ablenken. So, hier nochmal ein bisschen was drauf. Zack, zack. So, fertig. So, jetzt aber tatsächlich der letzte Schritt. Und zwar nehmen wir uns nochmal Schwarz. Ein Zweierpinsel.
Wenn ihr es besser macht als ich, dann macht ihr die Nasspalette nachts über zu, dann trocknet ihr auch nicht weg. Aber kann ja mal passieren. So. Jetzt malen wir hier nochmal die schwarzen Streifen nach, ja. Ach du Scheiße, jetzt habe ich natürlich mal. Lasst euch mehr Zeit, als ich hier gerade gemacht habe. Ich habe es hier aus Versehen ein bisschen verschmiert. Nicht so schlimm. Jetzt hier das, wovon ich die ganze Zeit erzählt habe. Wir möchten einfach die Umrandung schwarz malen, einfach nochmal, um diesen Pop-Effekt zu haben. Versucht hier jetzt nicht zu dünne Farbe zu nehmen, da ihr sonst Gefahr lauft, dass euch dieses Schwarz in zu verdünntem Zustand in die Stellen reinläuft, in die tiefer gelegten Stellen, die ihr ja schon mit dem Leuchteffekt versehen habt. Das wäre jetzt auch kein Weltuntergang, aber ist dann halt wieder ein bisschen aufwendig auszubessern. Ne? Also dann nochmal weiß draufsetzen, nochmal die Schritte wiederholen und sich nicht stressen lassen, dass man hier jetzt irgendwie was entfärben müsste oder so. Das tut nicht Not. Ja, und hier habt ihr natürlich diesen richtig schönen 90er Jahre Nintendo-Verpackungskontrast, Neon und Schwarz. Das Schöne ist bei diesen Figuren, die sind ja generell wie GW-Sachen relativ gut ausdetailliert. Ich finde teilweise ein bisschen zu viele Details drauf für meinen Geschmack. Aber hier bei solchen Geschichten ist das natürlich nicht schlecht. Ihr könnt natürlich die ganze Chose quasi auch mit Freehands machen. Also dass ihr sozusagen erst das Licht malt und dann schwarz nachher, so wie ich das hier getan habe, einfach simple Muster drauf malt. Dann habt ihr natürlich diesen Effekt auch. Ihr könntet das jetzt auch Tinbits machen. Ich mache es jetzt einfach in Schwarz, um den Kontrast noch mal ein bisschen zu erhöhen. Ja, immer die Hände schön auflegen, um möglichst große Kontrolle über den Pinsel zu bekommen. Hier oben nochmal. So, dann seht ihr auch schon. Das ist noch ein bisschen unsauber. Kann man hier nochmal die ein bisschen sauberer nachmalen. Also die tiefer gelegten Stellen einfach so lassen und die anderen Stellen einfach schwarz nachmalen. Hier ist auch noch ein bisschen unsauber. Das gleiche machen wir jetzt auch hier. Nur dass wir hier quasi die tiefer gelegten, naja, ist ja auch wieder so, ne? Die tiefer gelegten sind gelb und jetzt malen wir hier diese Gitter oder was das ist. Einfach schwarz. Normalerweise wird da auch Licht drauf liegen, aber es muss nicht alles perfekt sein. Außerdem schaffen wir es halt so, diesen Effekt nochmal zu pushen durch den Kontrast. Und wie gesagt, das ist alles keine Raketenwissenschaft. Einfach sich nicht so stressen, dass irgendwas falsch sein könnte oder so. Macht so, wie es euch gefällt.
Trink nicht zu viel Kaffee vorher. Upsala. Ich bleib hier. Ja, dreht euch das Modell ruhig hin und her, wie ihr es braucht. Da bin ich wieder ein bisschen aufs Gelb gekommen. Ach Mensch, oh. So, sich lieber ein bisschen Zeit lassen, ein bisschen genauer arbeiten. Ja, und durch diesen Farbkontrast ziehen wir halt auch den Blick des Betrachters dahin. Auch wenn ihr irgendwie merkt, okay, dass die Leuchtfarbe liegt irgendwo drauf, wo sie nicht hin soll, einfach kurz übermalen, gut ist. Mit Schwarz. Hier haben wir auch nochmal diese Gitter. Schau ich es mir nochmal an, hier auch nochmal. Und ihr könnt einfach so ein bisschen so drüber malen, also ein bisschen höher, einfach hier den Pinsel, zack, ein bisschen höher, als ob man die Luft anmalen würde und einfach dann tiefer gehen. Dann kriegt ihr diese modellierten Erhöhungen ganz locker mit dem Pinsel mit. So, jetzt nochmal schauen. Ja, auch baut euch die Stütze, legt die Hand auf, macht die anderen Finger hier dran. Dann passt das. So. Was ihr auch noch machen könnt, wenn ihr das möchtet, ist ein bisschen Blacklining an manchen Stellen. Dann pushe den Kontrast auch nochmal. Ja, also da, wo sozusagen das Licht wirklich stark drauf fällt, entsteht natürlich auch ein Schatten, also zum Beispiel hier an dieser unteren Linie. Außerdem dadurch, dass ihr dem Betrachter quasi zeigt, dass ihr hier nochmal feiner gearbeitet habt,
schafft ihr es natürlich auch nochmal da ein paar mehr Details ranzusetzen. Und lenkt quasi die Aufmerksamkeit dahin. Hier nochmal die vom Bohrkopf die, wie sagt man, diese Erhöhung hier, die an der Seite liegen, die abgewandt ist von den Lichtquellen. Und dann schaut er einfach mal ein bisschen, wo ihr das noch haben möchtet. Auch hier zum Beispiel, ne, die Stelle ist nochmal besonders dunkel. So, ich verbessere jetzt nochmal die Stelle, wo ich eben mit dem Schwarz aus Versehen drauf gekommen bin. Dann seht ihr das auch nochmal, wie ich das mache. Also ich nehme dazu jetzt einfach das Weiß, was noch auf der Nasspalette ist. Übermale einfach die Stellen, wo ich eben mit dem Schwarz drauf gekommen bin. Da könnt ihr, also ich bin ein bisschen faul, deswegen einfach dickere Farbe. Aber ihr könnt natürlich auch in dünneren Schichten wieder arbeiten. Ist natürlich jetzt nicht so super schön. Hier war auch noch so ein kleiner... Wenn wir gerade dabei sind, machen wir das hier auf der anderen Seite auch noch. Ihr könnt auch noch mal so ein paar Lichter setzen mit dem Weiß. Wie gesagt, also ihr könnt natürlich immer noch weiter dran arbeiten. Ich möchte euch sozusagen nur diese grobe Idee zeigen, wie ich diese Lichttechnik mache. Oder halt diesen Dude hier anmale. Ja, also da sind natürlich super viele Fehler noch drin, würden manche sagen, aber mir ist das erstmal egal. Da ist dann ja am Ende auf dem Spieltisch einfach nur gut aussehen soll. Ne? Wenn ihr mit dem Licht dann nochmal ein bisschen höher gehen wollt, einfach nochmal ein paar weiße Punkte setzen. Hier zum Beispiel hin, zack, zack, zack. Hier vorne. Da, wo es am hellsten ist, ne? Dann knallt das so richtig. Hier hinten vielleicht auch nochmal. Je nachdem, wie hell ihr das halt auch haben möchtet. Ne? Ihr müsst auch nicht hier bis ins Maximum gehen. Wie gesagt, wenn ihr einfach nur so ein paar bisschen so leichten Glimmer haben möchtet, dann müsst ihr gar nicht so hell gehen. Oh, jetzt komme ich wieder auf Schwarz. Ich werde nicht mehr. Hier die vordere nochmal weiß. So. Und jetzt seht ihr das schon kaum mehr, dass da ein Fehler ist. Sieht man, erkennt man noch ein bisschen. Noch einmal ganz kurz das Schwarz, wo ich gerade das Weiß drüber gemalt habe. Und dann belassen wir es erstmal dabei. So. Ja. Also nochmal zusammengefasst. Hohen Farbkontrast erschaffen. Also sozusagen sehr monoton bleiben in einer bestimmten Farbpalette. Und dann halt wirklich mit einem weißen Untergrund diesen Effekt machen, ne? Und dann poppt es halt so richtig. Achso, was noch fehlt? Stimmt, das hätte ich fast vergessen. Ich lasse es nochmal trocknen. Dann machen wir nochmal ein bisschen statisches Gras auf die Base. Und dann war es das. Okay, alles klar, bis dann. Ciao. So, jetzt sind wir beim finalen Schritt. Ich möchte noch ein bisschen dunkelgrünes statisches Gras aufbringen.
Dazu nehme ich mir ein bisschen Bastelleim. Oh, oh, fast alle. Zack. Kleinen Pinsel. Bisschen verdünnen. Suche ich mir jetzt ein paar Stellen raus. Ein Trick hierbei ist auch nochmal Stellen zu nehmen, die einem vielleicht nicht so gut gefallen, weil sie irgendwie die Übergänge nicht passen oder irgendwas. Damit kann man auch nochmal ein bisschen was kaschieren. Was ich versuche zu vermeiden, ist wirklich auf die hellen Stellen nochmal zu gehen, da ich nicht vorhabe, das statische Gras nochmal zu färben. Das heißt, das sähe ja dann ein bisschen komisch aus. Beschränkt euch also auf die Stellen, die ein bisschen dunkler sind. Und nicht zu viel. Hier und da so ein bisschen was. Ich bin sonst nicht unbedingt der Fan von statischem Gras, weil es ja manchmal so ein bisschen abbröselt und dann ein bisschen, also ich finde das nicht so gut. Aber wie gesagt, auch mal Sachen machen, die außerhalb der eigenen Bubble liegen. Und hierfür fand ich es ganz passend, können jetzt Algen sein oder Seegras oder sowas, ne? Hier nochmal ein bisschen was. So. Nehme ich mir einfach ein bisschen was Knallers da drauf. Wenn jetzt was aus Papier geht, ist nicht so schlimm, das sammle ich gleich wieder ein und fülle das hier zurück in den Pott, damit wir keinen Schwund haben. Ja, nicht so viel, nichts Unnötiges. Ja, und die Stellen, die jetzt noch weiß sind, die trocknen dann nachher auch transparent aus. Das bedeutet, wir sehen ja nichts mehr vom Kleber. Festdrücken hier. Ein bisschen von unten pusten, dann stellen sie sich auf, weil ich auch nicht so ein Gerät habe, womit man die aufstellen kann. So. Dann räume ich hier nochmal auf. Ansonsten danke fürs Zusehen, wenn ihr jetzt so lange durchgehalten habt. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können für euch. Und vielleicht habt ihr ja Lust, das selber mal auszuprobieren. Also in dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!